Guten Abend, Kegeldeutschland. Guten Abend, Dettenheim. 18.30 Uhr ist durch. Die deutsche Mannschaft will den zweiten Vertreter in die morgigen Finalspiele, Halbfinal- und Finalspiele bringen. Das gleiche Ziel hat noch Serbien. Das sind die beiden Mannschaften, die hier mit zwei Mannschaften in die Finalspiele einziehen können. Und die deutsche Mannschaft ist in diesem Viertelfinalspiel auf den Bahnen 5 bis 8 Favorit gegen Serbien. Das muss man so unterstreichen. Das ist von der Papierform so. Aber ich werde dazu zumindest in den ersten Durchgang dann auch noch etwas sagen. Denn Papier ist geduldig. Die Serben sind es nicht. Volle Hütte in Dettenheim, tolle Stimmung. Kalli Schmidt, ich begrüße dich als Co-Kommentator. Du bist ja hier im Dauereinsatz jetzt gerade noch mit Uwe Feldrup gewesen. Auf den Bahnen 1 bis 4, da ist die österreichische Mannschaft dabei. Die kann den Erfolg von Speichersdorf wiederholen und ins Halbfinale einziehen und eine Medaille gewinnen. Ja, ich denke, das wird eine ganz interessante Geschichte. Die Österreicher und die Slowaken sind aus meiner Sicht von der Formation gleich auf, also von der Leistungsstärke, und da wollen wir mal sehen, was rauskommt. Österreich beginnt mit der bekannten Formation mit Filip Sedečka auf der 1 und Martin Radmeier auf der Bahn 3. Ja, und auf der Bahn 5, da sehen wir Corinna Kastner für die deutsche Mannschaft. Und wir sehen Sina Beißer. Corinna Kastner ist aus dem Schlussduo in den Startduo gegangen. Und das heißt, Deutschland volle Kanne Angriff. Ja, ich denke, das ist auch das einzig Richtige. Erstmal den Gegner unter Druck setzen. Mit Sina sowieso. Und Corinna strahlt eine gewisse Ruhe aus, sodass das was werden könnte. Und sie spielen ja gegen, so wie gesagt, ich nenne es einfach mal den serbischen Kindergarten. Die sind 94 und 98, die beiden Mädels. Und das sieht man ihnen auch an. Im Vergleich zu Corinna Kastner sind das Welten. Ja, die Serben haben ihre erfahrenen Spieler im Schlussduo gestellt. Ja, genau. Also, sie rechnen sich natürlich was aus, dass da im Prinzip, dass da noch etwas möglich ist. Ja. Die deutsche Mannschaft ist also auch gut beraten, im Start und im Mitteldurchgang vielleicht schon den entscheidenden Vorsprung herauszuholen, um es gar nicht erst zu einer Zitterpartie kommen zu lassen, die wir ja heute überraschend von der kroatischen Mannschaft schon gesehen hat. Ja. Da war es ein bisschen schade für die Ungarn. Die haben eine ganz tolle Leistung gebracht, aber die Kroaten, als es darauf ankam, haben die nicht nur alles gegeben, sondern Ines Maricic auch noch einen neuen Weltrekord aufgestellt. Ja. Mit 678 Kegeln am Ende. Also das war eine ganz, ganz großartige Vorstellung der ungarischen Mannschaft und natürlich eine qualitativ klasse Antwort der Kroaten. Ja. Ja, der Kindergarten, den du nennst, aus Serbien, der war im Nachwuchs allerdings auch schon sehr erfolgreich. Kristina Ljubenković und Maja Djukic aus der serbischen Mannschaft. Ja.
haben internationale Erfahrung gesammelt, aber es wird jetzt mal sein, ich bin gespannt, wie sie mit dem Druck umgeht, insbesondere Kristina Ljubenkovic, Maja Djukic, die hat das schon bewiesen. Die hat nämlich im Gruppenspiel gegen Kroatien Ana Jambrovic so gepiesackt, dass diese nach 60 Wurf ausgewechselt werden musste. Ja, genau. Also eine ganz tolle Geschichte und wie gesagt, ich bin gespannt. Die deutsche Mannschaft hat ein wenig umgestellt, aber mit Corinna Kastner und Sina Weißer, ja, besser geht's fast nicht. Fehlt ja nur noch Saskia Seitz damit da drin und dann hätten wir im Prinzip die drei bislang überragenden Spieler aus einer geschlossen auftretenden Mannschaft. Und die Stimmung ist perfekt hier in der Halle. Tolle Geschichte. Freitag, ja, 18.30 Uhr. Ja, also das ist wunderbar. Ist auch ein hervorragender Termin dafür. Im Kegelsport sind wir ja auch froh, dass es solche Termine gibt. 19.30 Uhr. Die Fußballer würden sagen, na immer so. Aber wir haben ja hier schon hochklassigen Sport heute früh um 8 Uhr erlebt. Nachdem die Mannschaft gestern bis 22.30 Uhr noch auf der Bahn stand. Und dann heute früh nach einem 7:1 gegen Rumänien 5:3 gewonnen hat gegen Tschechien und damit die Männer schon eine Medaille sicher haben. Und die Frauen, die wollen jetzt hinterherziehen. Ich bin sehr gespannt auf die deutsche Damenmannschaft. Sehr, sehr gespannt. Ja, ich bin auch gespannt. Insbesondere auch das, was hinter diesem Feuerwerk vorne dann danach passiert. Ja. Aber beginnen wir einfach mal mit dieser Partie und schauen uns an, ob der deutsche Angriff, der gestartet werden soll, offensichtlich auch gelingt.
Ja, Kali. Die Feuerwehr, die ist eine einspurige Feuerwehr bisher. Die Feuerwehr ist eine einspurige Feuerwehr bisher. Kali, du hörst mich nicht. Gut, dann mache ich es erstmal kurz alleine. Also, Corinna Kastner, die ist auf Spur. Sina Beißer sucht sie noch nach 10 Wurf und wir suchen die Tonspur. Wir melden uns gleich wieder. Also Corinna Kastner, die ist auf Kurs, die macht Druck. Aber Serbien hält gegen. Insbesondere hat Sina Beißer Probleme gehabt mit Maja Jukic und ist aber jetzt bei 10 Wurf auch ran. Da steht es 64-62. Wir lösen unser Tonproblem und melden uns wieder. Jetzt sind schon die ersten 15 Wurf vorbei. Ja, es sieht also ganz gut aus für Corinna Kastner. Sie steht bei 14 Wurf 103, 15 Wurf 109 zu 94 und Sina Beißer komischerweise ist nicht so richtig ins Rennen gekommen mit 95 zu 98. Ja, da kann sie sogar froh sein, dass sie auf die 95 gekommen sind. Wir sind froh, dass wir die Tonspur gefunden haben. Wir hoffen, dass Sina Beißer jetzt auch ins Rennen ist. Ja. Es war notwendig, aber wir hatten es gesagt, sie spielt gegen Maja Jukic und die hat gegen Kroatien eine ganz wunderbare Leistung abgeliefert und hat dort den Bestwert im serbischen Team bisher erreicht. Nämlich mit 639 Kegeln, also muss man auf der Uhr haben. Wobei ich am Anfang den Eindruck hatte, Sina Beißer wollte zu viel. Also sie hat sehr giftig angefangen. Die hat gedacht, es geht gleich los, dass sie die Serben in einem Schlag wegziehen. Aber das ist nicht der Fall. Jetzt ist er erstmal pari 1703 zu 1705. Ja, ist aber vielleicht auch ganz gut so, dass sie nicht überpäst, sondern ihren Rhythmus findet, ja. Weil dann spielt sie klasse Ergebnisse und dann kann sie auch Maja Jukic im Zaum halten. Ja, beim anderen Duell zwischen Corinna Kastner setze ich auf die Erfahrung und die Reife und die enorme Wettkampfpraxis, die sie also hat, das war ein gegen Kristina Lübenkovic. Geschickter Schachzug, Corinna vorn zu bringen. Da hat man erstmal Ruhe und kann die anderen dann in der Mitte ein bisschen einbetten. Ich schaue ab und zu mal zu den Österreichern, die liegen jetzt nach 15 Wurf voll leicht in Rückstand. Es ist aus meiner Sicht ähnlich wie bei den Männern. Es ist ein Abtasten, ein Taktieren und im Moment findet keiner den richtigen Lauf, um voranzukommen.
Naja, bei Corinna Kastner sieht das schon ganz gut aus. Ja. Also da Corinna lasse ich mal außen vor, Entschuldigung. Ja. Ja, aber das Duell findet ja auch statt und ich sag mal, ein sicherer Mannschaftspunkt wäre am Start sowieso ganz gut. Aber natürlich erwarten wir auch, dass Sina Beißer als Weltmeisterin von 2014, als Vize-Weltmeisterin von 2016 so gestählt ist. Ich meine, sie ist Jahrgang 90, so alt ist sie ja auch noch nicht, aber sie ist erfahren genug, diesen Wettkampf von der Attacke weg auch dosiert zu bestreiten. Und trotzdem, wie gesagt, auf dieses Duell war ich sehr gespannt, wie das ausgeht, weil Maja Djukic muss man auf der Rechnung haben. Ja, vielleicht ist sie auch erschrocken, dass die Corinna gegen sie als Gegnerin hat. Ja, das mag sein. Also, das ist richtig. Da kommt schon eine gestandene Persönlichkeit. Ja, im Bäumchen wechsel dich im deutschen Team, Alina Dollheim. Wenn die Corinna ihre Augen aufreißt, da möchte ich nicht gegenüberstehen. Da bist du einfach tot. Ja, du bist fasziniert von ihr jetzt in diesem Augenblick. Das finde ich sehr bemerkenswert. Aber ich führe meinen Gedanken zu Ende. Alina Dollheimer ist aus diesem Startduo nicht verdrängt, sondern nur ins Mittelduo gesetzt worden. Werden wir nachher sehen. Kommen wir dann auch noch dazu, Daniela Kicker bekommt eine Chance im Schlussduo, da bin ich sehr gespannt darauf. Also, die deutsche Mannschaft hat sich hier einiges vorgenommen. Ich bin gespannt, wie sie es umsetzt. Der Start von Corinna Kastner, der war hervorragend. Und Sina Beißer ist, glaube ich, jederzeit in der Lage, in ein Weltklasse-Spiel umzuswitchen. Zumal sie jetzt auch in ihrem Duell auf Kurs ist und erstmal Ruhe reingebracht hat, weil Maja Djukic jetzt doch reagieren muss das erste Mal. Ja, aber es bleibt eine interessante Auseinandersetzung. Weil Sina Beißer jetzt mit der offenen 5 und Maja Djukic, die ins volle Bild spielt, sich die Relation auch ganz schnell wieder ein bisschen verschieben können. Ja, im Österreich-Spiel könnte Filip Sedečka den ersten Satz gewinnen, jetzt auf der Bahn 1. Martin Radmeier auf der Bahn 3 läuft ein bisschen hinterher. Und die Serbin spielt auf der Bahn 8 und 9. Also jetzt ist es wieder offen. Zumal Sina Beißer 3 Kegel noch stehen hat. Ja, und einzeln räumen muss, weil sie die linke Gasse mit 2 Würfen bearbeitet. Also schon bei 3 ist in diesem Bild. Ja. Also das wird jetzt kriminell, wenn sie die beiden nicht trifft. Ja. Ja, Maja Djukic, wir hatten sie auf der Rechnung. Nicht zu Unrecht. Sina hat wirklich nur einen getroffen. Ja, im Augenblick ist es Corinna Kastner, die die deutsche Mannschaft in Führung hält. Ja, die Djukic auf der 8 macht ein großes Spiel, muss ich sagen. Ja, Sina endet bei 140, muss man sagen, bereits, du hattest es ja schon gesagt, über Pace zum Start. So hat es ausgesehen von meiner Position. Die Trainer werden das sicher besser einschätzen können. Aber verloren ist noch nichts. Sie verliert 12 Kegel am Start und einen Satz. Corinna Kastner kommt noch mal ins volle Bild, ist bei 154 bereits. Sie hat ihre Gegnerin sicher im Griff.
Ja, Kristina Ljubenkovic, die kommt bei 139 ein und Corinna Kastner bei 163. Ja, leichter Vorsprung für die deutsche Mannschaft die insgesamt. Die Ljubenkovic sieht man ihr auch an, die ist ja noch mal 4 Jahre jünger als die Tjukic. Ja. Das ist schon, die ist Jahrgang 98, also das ist schon begeisternd. Ja, und insofern ist es taktisch wirklich ein guter Winkelzug gewesen, gleich zweimal Feuer an den Start zu stellen, weil Corinna Kastner wahrscheinlich die Möglichkeit erhält, hier wirklich richtig auch schon Vorsprung aufzubauen. Ja, und dass Sina Beißer jetzt 0-1 zurückliegt, das ist auch der starken Leistung von Maja Djukic, aber erwartungsgemäß macht sie da weiter, wo sie gegen Kroatien aufgehört hat. Österreich, Slowakei 1-1 nach dem Satzgewinn von Filip Sedečka und Serbien, Deutschland ebenfalls 1-1 nach dem Satzgewinn von Corinna Kastner. So, der Bahnwechsel ist vollzogen. Die beiden Deutschen beginnen mit einer 9. Ja, das ist, glaube ich, der Auftakt, den sich Sina vorgestellt hatte, schon im ersten Satz. Ja, ich denke, wir lassen die ersten 10 Wurf und dann schauen wir wieder mal, wie sich das Spiel entwickelt. We'll be right back.
Ja, Kali, die Stimmung, die ist klasse hier in der Halle. Also gut, dass wir Kopfhörer haben. Das ist in Ordnung. Aber schauen wir mal auf das Spiel. Ja. Die Bahnen sind gewechselt. Corinna hat jetzt 65. Die Serbin auf der Bahn 5 hatte nur 56. Also Corinna bleibt weiter in der Spur, ja. Aber was der Bahnwechsel hat bei Sina Beißer auch was bewirkt. Ja. Die ist jetzt wesentlich besser im Spiel. Und nach 9 Wurf liegt sie gleich auf mit Maja Djukic. Jetzt meine ich insgesamt. Und damit hat sie nach 9 Vollen erstmal den Rückstand aufgeholt. Eigentlich beginnt das Spiel jetzt wieder von vorn. Bei Corinna Kastner und Kristina Ljubenkovic, da ist es jetzt ausgeglichen, zumindest in dem Satz. So, und im Hintergrund haben wir schon Daniela Kicker und Saskia Seitz im Bild und die deutsche Fahne. Na, das finde ich doch mal ganz klasse. Also, und Daniela Kicker feuert genau mit den Zuschauern die Mannschaft an. Come on, come on. Jawohl, zu Sina Beißer mag sie sagen. Das wird sie nicht gehört haben, aber 15, die Mannschaft steht dahinter. 15 Wurf 88, die Serbin auf der Bahn. 5, also die Junge. Die Junge ist gut, also ja. Die ganz Junge. Ja. Das ist Kristina Ljubenkovic, Jahrgang 98. Die aus dem Kindergarten, Jahrgang 98. Ja, Jahrgang 98. Also, man muss sagen, schon 19 Jahre alt, weil sie hatte im April Geburtstag. Ja. Und Corinna dagegen, 97. Ja, das ist diesmal etwas knapper nach dem Vollen. Und Maja Djukic hält dem Angriff von Sina Beißer stand. Ja, sie hatte zwischendurch, war sie weit zurück, aber die letzten beiden Würfe zeigten, dass sie wieder herankommen will. Auch so eine Topspielerin wie Corinna kann die 2 und die 7 anspielen im 16. Wurf. Aber noch bin ich beruhigt, weil das Bild zu räumen ist. Ja, genau. Ja, und Maja Djukic, die geht ins Räumen mit einer 9. Also das müssen wir uns schon mal merken. Du kannst ja ruhig sein. Corinna hat alle geräumt. Hervorragend. Naja, wir haben es ja gesagt. Früher wäre ich nervös gewesen. Aber ganz, ganz spannend jetzt auch die Auseinandersetzung zwischen Maja Djukic und Sina Beißer, die beide jetzt mit einer 9 gespielt haben. Und Maja Djukic, die ist schon im Räumen. Und Sina Beißer setzt jetzt ihren 16. Versuch. Ja, und der letzte Kegel bleibt stehen mit einer 8. Ist sie gut dabei, aber Maja Djukic ist dran. Ja. Ganz interessanter Wettkampf hier vorne auf den Außenbahnen 7 und 8. Ja, und Corinna Kastner hat einfach eine Sicherheit in ihren Würfen drin. Die ist schon beachtlich. Ein ausgesprochen schöner Wettkampf, den sie liefert. Ja, die Djukic ist schon stark. Ja, und das war die Antwort. Das passiert dann eben. Ja, und auf die Art und Weise hat Maja Djukic gegen
Kroatien, Anna Jambrovic, ja, ja, nicht zur Verzweiflung gebracht, ja, aber ja, sie hatte einfach keine Antwort auf den 60-Wurf. Ich könnte mir vorstellen, dass bereits im ersten Durchgang bei den Serbien auf Bahn der 5 was passiert. Ja, aber dann setzt das Problem der Serben ein, dass dann die Bank gar nicht mehr so gut besetzt ist. Ja. Zumindest was den bisherigen WM-Verlauf betraf. Also Sina hat jetzt ein ganz starkes Brett zu bohren. Jetzt bin ich gespannt auf den Anwurf der Serbin auf der Bahn 5. Denn sie ist ungeheuer schon in Zugzwang jetzt. Das sind schon 42 Kegel Rückstand. Ja, und da wir im Viertelfinale sind, sind das schon Welten. Ja. Der war in Ordnung, hilft ihr aber nicht viel, weil sie mit 29 rausgeht. Corinna hat die 8 gespielt, hat jetzt Kegel 6 stehen und hat dann noch 4 Wurf. Ja. Ja, Corinna ist ja jetzt schon über 300, also die ist auf einem richtig klasse Weg. Wird ihr besten WM-Wert spielen. Hat ja bisher sehr gleichmäßig mit 611 und 612 gespielt. Ich hab mal Maja Djukic ist auch im Räumen ganz sicher. 6-3 jetzt. Mal rübergeschielt zu der Partie Slowakei-Österreich. Alle 4 Starter sind auf einer Ebene. Ja, aber da ist es glaube ich so, dass die beiden, die jetzt in der Mitte jeweils stehen, ein bisschen die Pace vorgeben, ne? Ja. Ja. Und das ist auf den Bahnen 5 bis 8 genauso, dass da die Spieler auf den Bahnen 6 und 7 im Augenblick das Spielgeschehen bestimmen. Ja, bei Sina läuft es nicht rund. Keine Gleichmäßigkeit. Von Anfang an nicht. Und bei Corinna läuft es mehr als rund. Bei den Serben sehe ich noch keine Bewegungen in der Wechselbox. Ja, aber 127 jetzt, wird ein richtiges Pfund, was dagegen wird. Weißt du, 266 bei den Serben. Naja, was soll ich da sagen? Ja, gegen 330, die jetzt Corinna Kastner auf der Bahn hat. Das ist natürlich für das Mannschaftsergebnis hervorragend. Also das ist ganz super erste Halbzeit, die Corinna Kastner hier gespielt hat und die jetzt sich ein bisschen den Schweiß aus der Stirn wischt und sehr zufrieden sein kann und auch ein bisschen guckt, was Sina Beißer in ihrem Wettkampf macht. Und die quält sich. Ja, Sekt oder Selters, um im Satz irgendwo dran zu bleiben. Es wird Wasser. Also eine ganz starke Leistung auch von Maja Djukic, die mit 310 ihr Ergebnis aus dem Kroatien-Spiel, also mehr als bestätigt. Ja.
Wie gesagt, da waren es 639. Wobei, bei Sina ist das immer so eine Sache. Die hat zwar in Anführungsstrichen nur 288, aber wenn sie ins Laufen kommt, dann ist sie natürlich nicht zu halten. Ja, aber jetzt wäre es gut, wenn sie ins Laufen kommen würde, weil der Spielstand ist Sina Beißer 0, Maja Djukic 2. Und in dem anderen Duell Corinna Kastner 2, Kristina Ljubenkovic 0. Und insgesamt hat die deutsche Mannschaft sich einen Vorteil erarbeitet. Aber Maja Djukic hat in der serbischen Mannschaft alle in sie gestellten Erwartungen erfüllt. Ja, und zum anderen Spiel auf der Bahn 1 und 2. Der Filip Sedečka hat den Milan Tomka klar im Griff. Milan Tomka jetzt 162, Filip Sedečka Wurf ins volle Bild 67. Und Martin Radmeier auf Bahn 4 hat wieder verloren gegen den Bisik Vadovic. Damit steht es auch da 1 zu 1. 2 zu 2. Und den Duellen jeweils 2 zu 0. Ja. Ja, wir schauen jetzt mal kurz auf Sina Beißer, die sich jetzt die wechselt. Also eine Serbin hat auf alle Fälle schon mal die lange Hose ausgezogen. Ja. Und ganz interessant ist, dass Werner Buchs sitzen bleibt. Ja, sie machen das sogenannte Kreuzcoaching. Das heißt, die Trainer übernehmen die anderen Sportler. Vielleicht will jetzt Sandra Hirsch auch als Cheftrainerin die Verantwortung übernehmen und Sina Beißer einfach in die Spur bringen. Was ich sehr, sehr clever und auch sehr, loyal finde, weil der Cheftrainer ganz einfach die Verantwortung hat und auch näher dran ist als der Co-Trainer. Aber den Wechsel gab es bei den Serben noch nicht. Nein, sie steht hinten. Sie macht sich nicht warm, sie hat die Hände in Taschen, im Gang. Das ist die Form der Erwärmung bei den jungen Serbinnen. Jetzt klatscht sie noch, naja. Ja, zumindest. Sie wird froh sein, wenn sie nicht kommen muss, wahrscheinlich. Ja. Und neben ihr Saskia Seitz, die sehen wir dann nachher im Schlussdurchgang. Aber schauen wir hier auf das Spiel der deutschen Mannschaft gegen Serbien. Ja, Kali, 10 Wurf. Und dann schauen wir weiter. Schauen wir, wie es geht. Thank you.
Kali, wenn es so weitergeht, dann verliert Corinna Kastner das Duell sogar vorzeitig. Nein, Vagzina Beißer, Entschuldigung. Ja. War jetzt. Macht nichts. Kein Problem. Ja. Nee, weil ich jetzt sehr erstaunt war von der Entwicklung in diesem dritten Durchgang. Ich hatte jetzt den Angriff schon erwartet, aber Maja Djukic, die macht da weiter, wo sie aufgehört hat, die spielt ganz konstant, aber bei Sina Beißer kommt einfach keine Ruhe rein. Ja. Corinna Kastner hier 10 Wurf, 72, die ist voll dabei. Ja, also man sieht das auch an der Körpersprache von Corinna bei der Kugelabgabe, das ist schon der blanke Wahnsinn, was sie da leistet, wie sie arbeitet. Und Kristina Ljubenkovic zeigt jetzt zumindest, was sie auch kann, denn bei 10 Wurf ist sie ja dran. Sie spielt mit auf der Bahn 7. Sie spielt mit. Ja, und jetzt, ja, glaube ich, Kristina Ljubenkovic, nachdem sie die Wand hinter sich nervlich gelassen hat, ins Rollen. Das ist ein schöner Wettkampf jetzt geworden. Aber sie hat eben diese 70 Kegel Rückstand. Ja. Also das ist ein enormer Rückstand. Das ist schon ein Hammer, ja, muss ich dir sagen. Das ist ein Hammer, wenn du im ersten Durchgang 70 mitbekommst. Ja, aber jetzt versteht man, so wie sie jetzt die Bahn spielt, versteht man auch, warum die serbische Mannschaft vielleicht nicht ausgewechselt hat. Ja. Und Sina kommt einfach nicht ins Spiel. Nein, es ist nicht ihr Tag. Ja, und auch wenn man den Trainer ausgetauscht hat, der Cheftrainer hat die Verantwortung übernommen oder die Cheftrainerin, läuft es einfach nicht. Tolle Geschichte, muss man sagen. 109 zu 104. Ja, das ist ganz klasse Wettkampf, ja, zwischen, ja, Corinna Kastner und Kristina Ljubenkovic, die allerdings erst im dritten Satz wirklich mitspielt und vorher schon einen riesen Rückstand hatte. Aber klasse, wie sie zurückgekommen ist. Ja. Aber sie kriegt sukzessive von Corinna immer ein paar Kegelchen draufgepackt auf ihren Rückstand. Ja. In aller Ruhe. Sie spielt stark. Ljubenkovic aus Serbien auf der Bahn 7. Aber Corinna hält sie im Zaum. Wie jetzt wieder 113 zu 116. Gut, sie spielt eine 9 an, aber warten wir mal ab. Also die andere Paarung 101 zu 90 gegen Sina. Und auch eine 9 im 16er. Ja, jetzt wird es verrückt hier. Ja, Serbien hat jetzt voll auf den Angriffsmodus gestellt. Also bei Sina Beißer muss jetzt schon enorm viel passieren, ja, damit sie nicht vorzeitig schon das Duell abgeben muss. Ich hoffe immer noch, dass in irgendeinem Wurf der Knoten platzt, aber es ist im Augenblick überhaupt nicht abzusehen. Ja, und
Der Vergleich Corinna-Sina. Corinna hat jetzt Sina schon 60 Kegel abgenommen. Innerbetrieblich muss man das sehen. Unglaublich. Wann gab es das letzte Mal? Weiß ich nicht. Ja. Der 7-8 bleibt, was den Satz betrifft, sehr spannend. Aber ich bin mit Vorteilen für Ljubenkovic. Ich bin dann gespannt, wenn die junge Serbin auf die Bahn 8 kommt, was da passiert. Das wird nochmal eine Nagelprobe. Endlich möchte man meinen, im 21. Wurf des dritten Satzes. Und das ist ja dann noch mal mehr als ein Lebenszeichen, zumindest. Also was den Satz betrifft, kehrt sie zurück ins Spiel. Und die Serbin auch eine neue. Ja, sie kontert sofort. Maja Djukic, der erwartet starker Auftritt. Weiterhin sie und Corinna Kasten auf einer Höhe und die anderen beiden auf der anderen Höhe, eine ja. Etage tiefer. Und Corinna Kastner noch ein kleines Stück voraus und deshalb die deutsche Mannschaft ein Müh besser in der Gesamtwertung als Serbien. Und jetzt ein Fehlwurf von Kristina Ljubenkovic, die am Sechserkegel, am Viererkegel vorbeispielte. Corinna jetzt bei dem viel zitierten 26. Wurf. Ja. Sauber. Ja, aber Corinna macht eine sehr gleichmäßige Partie, da kann man nicht meckern. Steht bei 26 Wurf auch schon wieder bei 151. Aber eben doch ganz stark, was Kristina Ljubenkovic jetzt angeboten hat in diesem Satz. Ja, ja. Und das mit dieser nervlichen Belastung. Also wärst du Trainer, wäre sie schon gar nicht mehr auf der Bahn. Lehne ich mich mal jetzt so weit raus. Also du scheinst mich schon ein bisschen zu kennen. Ich lerne langsam dazu. Aber ich habe den Nachteil, ich weiß nicht, was die zwei Kurzhosen aus Serbien können, die jetzt dahinter stehen. Sie haben beide die Hosen ausgezogen, also die Trainingshosen meine ich jetzt, und klatschen, aber sind vielleicht froh, dass sie nicht rein müssen. Nach den bisherigen Ergebnissen, die Serbien gezeigt hatte, könnte das sogar stimmen. Aber Maja Djukic ist einfach eine ganz sichere Bank in dem serbischen Team. Aber eigentlich nach dem bisherigen WM-Verlauf auch allen anderen ein ganzes Stück voraus. Ja. Und da bin ich nach dem Auftakt gespannt, wie das serbische Team diesen Schwung vielleicht in Leistung ummützen kann, die wir bisher beim WM-Turnierverlauf noch nicht gesehen haben. So, Kristina Ljubenkovic, die ist fertig mit 165. Ja, und sie, und gewinnt, sie gewinnt den Satz. Und damit, das ist sensationell, muss ich sagen. Steht es 2:1 für Corinna Kastner, die natürlich einen riesen Vorsprung mitnimmt. Ja, und jetzt kommt sogar auch Sina nochmal zurück ins Spiel. Also nicht verkehrte Welt in beiden Duellen, aber könnte der Anschluss hergestellt werden. Ansonsten, aber Maja Djukic behält ja weiterhin Vorsprung. Ja, die
Die Djukic führt ja schon 2-0, also die könnte jetzt schon den Mannschaftspunkt einfahren. Ja. Ja. Also, das ist ein ganz großer Auftritt von ihr. Ja. Also eiskalt nutzt sie die Spursuche bei Sina Beißer. Österreich hat auch den ersten Mannschaftspunkt eingefahren durch Philipp Sedetschka. Und Martin Radmeier wehrt sich jetzt im Moment. Das heißt, er verkürzt auf 1-2. Er holt den wichtigen ersten Punkt für sich. Damit steht es da 2-1 für den Slowaken. Und wie viel Rückstand hat er? Martin Radmeier. Mhm. 16. Das ist machbar. Ja. Nicht machbar scheint mir der Rückstand in den beiden deutschen Duellen, wo es 1-2 bei Sina Beißer steht, ja, und 2-1 bei Corinna, ja, Kastner. Das heißt, im vierten Satz laufen wir auf ein 1-1. Ja. Ja, im Augenblick mit leichtem Vorteil für die deutsche Mannschaft. Also die Attacke kann spät beginnen, aber im vierten Satz ist immer noch Zeit genug dafür. Ja, jetzt kann sich aber die Kegelzahl verschieben. Das wäre ja auch nicht schlecht. Das meinte ich ja. Ja. Ich habe es nur in die Kegelsprache übersetzt. Mich muss man übersetzen, aha. Dann tu das. Du hast von Attacke gesprochen und ich habe dir ein bisschen Fleisch an den Knochen gemacht. Wow. Ja, die österreichischen Fans sind jetzt mal kurz zu hören. Ich nehme an, die Deutschen setzen auch gleich ein. Für uns eine gute Gelegenheit, mal zu warten, was die ersten 10 Wurf bringen, und dann melden wir uns wieder mit der Entscheidung im ersten Durchgang. Vielleicht auch mal hier oben stehen.
Ja, Kali, beide Deutschen spielen im siebten Wurf eine 9. Ja. Der war unheimlich wichtig, weil bis dahin hätte ich gesagt, Kristina Ljubenkovic hat die Bahn 8 ganz gut gelesen und auch Maja Djukic war wieder gut im Rennen. Aber da sind die Deutschen zurückgekehrt im Spiel in die Vollen. Ja, und Corinna Kastner hat jetzt den Anschluss hergestellt mit dieser 9 und da zieht sie weiter ihre Kreise. Und Sina Beiser kommt jetzt besser in Schuss mit der 76. Es hat lange gedauert, aber wir hatten ja drüber gesprochen, jetzt kann sie Kegel gut machen. Was ja auch ganz wichtig ist an der Stelle, also aller Voraussicht nach geht es hier mit 1:1 in den Duellen, in den Mitteldurchgang. Aber es ist natürlich auch ganz entscheidend, wie viel Kegel Vorsprung die deutsche Mannschaft schon mitgeben kann. Bei 10 Wurf hat sie 16 Kegel gut gemacht. Sie muss wirklich jetzt arbeiten, sie muss um jeden Kegel kämpfen, weil das könnte zum Schluss sehr, sehr wichtig sein. Richtig, und auch bei Corinna sind es nach 10 Wurf 5 Kegel. Also da ist die deutsche Mannschaft jetzt im Soll- oder im Angriffsmodus. Das andere Spiel läuft ähnlich wie das deutsche Spiel. Die Österreicher mit dem starken Spieler Sedetschka jetzt schon mit 613 und die beiden anderen 550, 578, 560. Und Corinna ist ja auch schon bei 573. Ja, nach wie vor ein fantastischer Wettkampf, den sie hier abliefert. Ja. Sie kompensiert die Probleme, die Sina Beiser auf den ersten drei Bahnen hatte. Jawohl. Bei der versetzten Aufstellung ist es eigentlich schade, dass die Bahn 6 von Serbien nicht gegen die Bahn 7 von Deutschland spielt. Das wäre ein interessantes Match geworden. Ja, zumindest spielen sie jetzt auf den Bahnen gegeneinander. Und Sedetschka auf der Bahn 3 spielt wie vom wilden Affen gebissen. 17 Wurf, 638. Ja, das ist ein richtiges Fund vom Schwabsberger. Ja, sonst spielt er immer 640 in schöner Regelmäßigkeit. Die hat er jetzt schon mit 17 Wurf. Ja, und wie wir gehofft haben, die Sina Beiser macht jetzt die notwendigen Kegel gut, ist bei 566 zu 589, 595. Also das sind 29 Kegel noch Rückstand. Und sie hat noch 10 Wurf. Ja. Corinna Kastner überspielt die 600 auch schon im 17. Ja, Wurf. Also ja. Die macht hier einen ganz, ganz starken, klasse Wettkampf. Ja, vor allen Dingen von Anfang an ganz solide durchgespielt.
aber Maja Djukic bleibt ihrer Linie treu. Selbst diesen etwas schwierigen Wurf räumt sie jetzt im zweiten Versuch. Also Sina hat nicht mehr viel Zeit, um die Kegel aufzuholen. Und Maja Djukic spielt ja jetzt im 20. Versuch auch ins volle Bild rein. Und hat jetzt eine etwas schwierigere Konstellation. Und die Djukic hat noch eine höhere Geschwindigkeit der Kugel als Sina Weißer. Djukic räumt sicher zwei Kegel ab. Braucht damit drei Wurf nur für das Bild. Sehr gut. Ja, jetzt kommt schon drauf an, was die Serbin auf der Bahn 6 anspielt. Aber sie gibt sich keine Blöße, muss ich sagen. Ich glaube, der ehemalige Bundestrainer würde sagen, sie spielt ganz geschickt an. Ja, ganz clever. Taktisch hervorragende Leistung. Das ist einfach sicher, was sie da anbietet und gibt sich keine Blöße. Da kannst du machen, was du willst. Ja. Und so bleibt es eine verhaltene Aufholjagd von Sina Weißer, weil Maja Djukic einfach clever spielt. In der österreichischen Partie, Bahn 1-2, die noch offen ist, kämpft Martin Radmeier um die Kegelzahl. 6,29 zu 6,36. Ganz so spannend ist es bei den Damen nicht. Weil Maja Djukic nichts anbrennen lässt, ja, und Corinna Kastner routiniert ihre Kreise zieht. Viel mehr kann Sina Weißer nicht tun. Sie macht das hervorragend, muss ich sagen. Sie hat ja jede Menge Kegel jetzt auf der letzten Bahn noch geholt. Ja. Aber die und die werden wir nachher im Gesamtergebnis dann auch sehen, als Plus auf der deutschen Seite. Ja. Und man muss bedenken, die Djukic greift sich ja jetzt Corinna noch in der Gesamtkegelzahl. Ja, und auch Kristina Ljubenkovic endet mit einer 9 am Ende, mit 160 am Ende. Ja. Also damit schiebt sich alles wieder ein bisschen zusammen. Ja. 151, Entschuldigung. Ja, und jetzt darfst du mal was zu Philips Sedeczka 700. Ja, darfst du mal was sagen? Also, das ist ganz großer Sport, was hier geboten wird. Da gehen wir auch aufs Bild mit ihm. Also, Philipp Sedeczka spielt hier in Dettenheim 700 Kegel. Herzlichen Glückwunsch. Ja, und da Martin Drattmeier, der andere Österreicher, verliert knapp mit 6,39 zu 6,47 bei 2:2. Das ist ein sicherer Vorsprung. Jetzt haben wir den letzten Wurf von der jungen Serbin. 641, das ist der Bestwert in diesem Durchgang. Ja, also ja, der Beifall von Sina Weißer an Maja Djukic jetzt schon gleich nach dem Wettkampf. Eine hervorragende Vorstellung.
Ja, damit steht es in dieser Partie Serbien gegen Deutschland 1:1 und Deutschland hat 36 Kegel plus. Ja, danke Kali. Wir sind schon bei der Mittelpaarung, die jetzt hier gleich einläuft. Hier geht es ja hart Schlag auf Schlag. Und jetzt sehen wir Alina Dollheimer und Sissi Schneider für die deutschen Farben. Und für Österreich am Start sind. Muss ich schauen. Ich dachte, du hast es im Kopf, aber ich kann dir gerne auch helfen. Ich hab so einen verdeckten Zettel. Ich muss schauen, wer einmarschiert. Und die sind noch nicht da. Ich habe einen Spieler auf der Bahn, der gar nicht kegeln kann. Ja, das wollte ich dir lassen. Also da ein bisschen was dazu zu sagen. Also ganz interessant hier. Ich sehe Gerhard Pratscher und Andreas Lepsi. Und sag mal, ich bin ja kein Kegelexperte. Reinhard Gruber spielt auf der Bahn 1. Und den Sportler auf der Bahn 3, der ist verloren gegangen. Na, da ist er, der Martin Janitz. Und da bist du jetzt nicht überrascht. Ja. Ja, du hattest ja bei der letzten Begegnung was schon zu den Spielchen der Österreicher. Da haben sie es vorne und hinten sogar gemacht. Also, ja, solange sie nicht sich selbst durcheinander bringen, mag das eine Taktik sein. Und in der Partie Österreich gegen Slowakei steht es ebenfalls 1:1 mit 73 Kegel plus für Österreich. Also, alle guten Wünsche begleiten Alina Dollheimer von Viktoria Bamberg und Sissi Schneider vom KC Schretzheim. Jetzt im Mittelduo. Ja, Simone Schneider und Alina Dollheimer, das ist ja Erfahrung pur gegenüber dem Kindergarten, den Serbien jetzt hier auch im zweiten Durchgang aufstellt. Also du hast vorhin schon gesagt, Kristina Ljubenkovic ist aus dem Kindergarten, aber Hermina Lukac und Olivera Cikos vor allen Dingen, die sind ja genauso jung. Also das ist ja, das ist ja eine Altersgruppe. Ja, die sind aus dem Kindergarten. Nur eine Gruppe höher wahrscheinlich. Also ganz gespannt bin ich in diesem Durchgang, weniger auf Hermine Lukac, die kann man in etwa einschätzen. Ja. Aber Olivera Cikos, da bin ich gespannt, was sich die serbischen Trainer dabei gedacht haben und was für Leistungen sie angeboten haben muss, dass sie das ins Team geschafft hat. Aber die sind einfach mutig, die Trainer. Vielleicht haben sie auch keine anderen. Sie setzen jetzt auf die Jugend und ich hatte gestern schon gesagt, diese Mädels haben die Zukunft mit Sicherheit. In 2 bzw. 4 Jahren wird Serbien ganz weit vorn sein. Ja, und
Sie ist ja behutsam aufgebaut worden. Sie ist eingewechselt worden in der ersten Partie, war Startspielerin in der zweiten Partie, wurde wieder rausgenommen und hat in der dritten Partie 593 Kegel gebracht. Und das ist eine Leistung, mit der sie durchaus gegen Alina Dollheimer und Sissi Schneider, gemessen an dem, was wir bisher gesehen haben, mithalten kann. Und Hermina Lukacs, die hat sogar schon ein Ding rausgehauen mit 614 und das nicht in irgendeinem Wettkampf, sondern gegen Kroatien. Also dieser Mitteldurchgang, der verspricht auch sehr, sehr viel Spannung. Ja, und die Čikoš jetzt auf der Bahn 8, Jahrgang 98, spielt für serbische Verhältnisse einen ruhigen Anlauf. Also nicht ganz so giftig wie die anderen Spielerinnen. Es kommt bestimmt noch. Ja, Alina Dollheimer, die gehört ja zu den gesetzten Kräften im deutschen Team. Die ist bisher dreimal eingesetzt worden, auch auf verschiedenen Positionen, sowohl am Start als auch in der Mitte schon. Und hat einen WM-Schnitt, nennen wir es mal so, aus den drei Begegnungen von 586,53. Soweit die nackten Zahlen, die sagen, dass es in diesem Duell durchaus ausgeglichen zugehen kann. Vielleicht für die Zuschauer schön zu sehen, die Kugelabgabe der Serbin und wie der Oberkörper unten bleibt. Das ist Kegelsport im Moment vom Feinsten. Ja, dann sag doch einfach mal, welche Serbin du meinst, dann hält unser Kameramann ja, alle drauf. Beiden, alle, ja, am besten vielleicht die auf der Bahn 6. Na, bitteschön. Das ist doch mal eine Regieanweisung, die wir umsetzen können. Ja, bitteschön. Können. Die gefällt mir am besten auch von der Kugelgeschwindigkeit. Die spielt eine 31er Kugel. So stelle ich mir das eigentlich vor im Moment. Man weiß nicht, wo sich das hinentwickelt. Aber wenn wir dann Simone Schneider sehen, ich will nicht sagen für ihr Alter, aber sie holt noch sehr viel aus ihrem Körper raus und macht das auch sehr gut bei der Kugelabgabe. Jetzt spielen die Serben ein taktisches Spielchen mit uns. Jetzt wollen wir sehen, wie sie den Abwurf macht. Ja, aber sie hat Bahnstopp. Ja, das wollten wir so nicht sagen. Wollten es einfach anders überspielen. Entschuldigung. Bei mir brauchst du dich da nicht entschuldigen. Ja. Entschuldigung, Serbien. Naja, mich interessiert es ja auch, was du dazu zu sagen hast. Ja. Ja, und der Kameramann, der hat auch Gefallen dran gefunden. Er könnte ja dazwischen auch mal aufziehen auf alle, denn es sind ja 8 Starter am Start. Aber Hermine Lukacs, da hat er Gefallen dran gefunden hier vorne. Ja, Alina Dollheimer, das ist ein schönes Bild, hinten mit dem Publikum drin. Also, Sie sehen, wir arbeiten uns hier auch langsam dran. Ich denke, nächste Woche wird das sehr gut klappen. Ja. Wir hätten ja auch gerne ganz zum Start schon unsere Techniker am Start gehabt hier. Gut, mittlerweile haben wir uns reingefunden. Also ich erwarte viel Spannung jetzt in diesem Wettbewerb und bin auch ein bisschen unruhig, gebe ich ehrlich zu. Immerhin, mit einem Sieg hat die deutsche Mannschaft eine Medaille und das ist ja das ganz, ganz große Ziel erstmal. Also ich glaube, das mit dem Taktikwurf, das werden wir verschieben. Ja. Wir werden in den Wettkampf einsteigen und uns nach 10 Wurf melden. Thank you.
Ja, Daniela Kicker, ganz entspannt, schaut sie dem Wettkampf noch zu. Wir sind auch noch relativ entspannt. Und weiter geht's, Carly. Die ersten 10 Wurf sind gespielt. Ja. Und zwar auf den Bahnen fangen wir 5 bis 6 an, denn da sind sie wirklich schon gespielt. 7 und 8 haben noch ein bisschen Nachholbedarf. Simone Schneider ist mit 67 gestartet. Und ihre Kontrahentin steht bei 61. Also ausgeglichen, wie wir das erwartet haben. Aber nach so wenigen Wurf, da ist noch eine Aussage nicht drauf. Also es bleibt ausgeglichen und es ist ganz gut, dass das deutsche Statue am Ende noch 36 Kegel Vorsprung mitgegeben hat. Dolleimer ist ein bisschen schwer ins Spiel gekommen. Es sieht so aus, als würde die Partie der erfahrenen Spielerin. Corinna Kastner hat ihrer jungen Spielerin schon geholfen und jetzt muss Simone Schneider in die Bresche springen für Alina Dolleimer. Na, jetzt kommt sie aber. Ja. Alina Dolleimer ist eine Spielerin, die sich unheimlich pushen kann, auch in den Würfen. Ja. Zehnwurf 61 zu Zehnwurf 57 auf der Bahn 7 und 8. Also Alina hat sich noch nach vorn geschoben. Ja, und Olivera Schikos, die spürt die Zuschauer im Hintergrund, spielt auf der Bahn 8 ja. Und Alina Dolleimer kommt langsam in Fahrt. Also ja, ja, ja. Das ist jetzt eine Nervenaufgabe, da bin ich gespannt, wie sie die löst. Sehr gut dagegen, wie Simone Schneider in den Wettkampf gekommen ist. Also Sissi spielt einen sehr ruhigen Start. Das ist eine überzeugende Vorstellung. Ja, zumal die beiden Deutschen jetzt sich leichte Führung erarbeitet haben. Simone 15 Wurf 95 und die Serbin 15 Wurf 9. Simone 15 Wurf 101 und die Serbin 15 Wurf 89. Das ist schon in Ordnung. Ja, und Olivera Cicos, die kämpft hier auf der Bahn 8. Aber sie kämpft auch mit sich. Ja. Ja, Sissi Schneider jetzt Kegel 3, 8 und 9 leider nur.
dafür. 15 Wurf, 88 für die Serbin. Das ist natürlich gegen Alina Dol einmal zu wenig. 103 nach den 94 schon nach 14 Wurf. Also die geht, da geht die Post jetzt bei Alina Dolheim ab. Ich glaube, sie hat auch das Zeug dazu. Sie spielt auf einem konstant gleichen Niveau, ja, mal einen rauszuholen in der Nähe ihrer Bestleistung. Die liegt bei 623. Gegen Estland war sie schon mal auf dem 100, Weg mit 599. 100 zu 88. Sissi Schneider verlässt sich auf ihren Anwurf. Kegel 3, Kegel 8, Kegel 9. Ja, und Hermina Lukacs, die macht einen Fehlwurf. Ernst-Simone Schneider gelingt es leider nicht, 1 und 6 zu treffen. Das hätte den Vorteil etwas ausbauen lassen. ...21-119 zu 21-107. Bahn 5-6. Ja, beide Deutschen sind also klar auf der Spur jetzt. Ja, und Bahn 7-8 wird der Vorsprung noch größer. 20 Wurf 106 und Alina Dolheimer hat noch den 20. Wurf. Ja, aber Hermina Lukacs bestätigt zumindest, dass sie den Druck standhalten kann. Letztendlich so, wie wir es gesehen hatten im Vorfeld. Mal sehen, wie sich das bei Oliveira Chicos noch entwickelt. Also jetzt ist der Wettkampf zwischen Simone Schneider und Hermina Lukacs ein spannender geworden. Ja, und Hermina Lukacs hat jetzt die Möglichkeit, im zweiten Versuch zu räumen. Bei Sissi Schneider werden es wohl 3 Würfe werden. Ja. Jetzt ist sie wieder dran. Ja, durch die 9 davor und das sichere Räumen im zweiten Versuch das nächste Bild. Und Sissi Schneider mit der offenen 5 ist gut beraten, jetzt im dritten Wurf auch tatsächlich beide zu räumen. Ja, und Alina Dolheimer, die kann jetzt einen kleinen Vorsprung richtig rausarbeiten. Ja, sie spielt im Moment auch ein bisschen verhalten, ein bisschen ängstlich. Denn Oliveira Chicos, die bietet was an. Jetzt hatten wir es, was anbieten. Wir wollten es vermeiden. Also Alina Dolheim
läuft dem Sieg im ersten Satz zu. Ja, aber die Serbin hatte die Chance ihres Lebens. 27. Genau. Wurf. Da spielt man nicht die Mitte an. Und schon gar nicht die offene 5. Sissi spielt zum dritten Mal Kegel 3, 8 und 9 an. Na, wenn es gut geht. Im Wurf davor ging es nicht gut. Das ist ja aber ganz schwer. Ja, ja. Damit verliert sie den Satz. Und Alina Dollheimer gewinnt den Satz. Gut fürs deutsche Team. Die Niederlage für Simone Schneider ist geringer als der Sieg für Alina Dollheimer, die jetzt noch 3 Wurf hat. Gut beraten ist, nochmal ins volle Bild zu kommen. Hat jetzt schon 144, also 11 Kegel Vorsprung. Das andere waren 6 Kegel minus. Genau. Und hier können es maximal 21 werden. Alle anderen Begegnungen sind fertig. Alina Dollheimer ist so die letzte. Ist jetzt am Anwurf, da sehen wir sie auch. Also sie gewinnt ihren ersten Satz überzeugend. Vergrößert den Vorsprung der deutschen Mannschaft und spielt die neuen und holt die möglichen 21 Kegel heraus. Also das ist eine ganz prima Vorstellung jetzt gewesen. Damit gewinnt die deutsche Mannschaft im ersten Satz gleich mal 15 Kegel. Ja, in der Partie Österreich-Slowakei gewinnen die Slowaken die ersten Sätze, alle beide. Ja, Kalli, die Österreicher nehmen 39 Kegel mit in den weiteren Durchgang. Insgesamt steht es im Augenblick ausgeglichen. Ja. Österreich auf Kurs? Ja, es wird schwierig. Also die Slowaken geben sich nicht so schnell geschlagen. Ivan Čech, der hat jetzt eine 170er Bahn gespielt. Ja. Ich denke, wir warten das dann ab und melden uns dann rechtzeitig wieder. Bahn 4, Martin Janitz hat ein paar Probleme, schon auf der ersten Bahn. Okay. 139 auf der ersten Bahn, das war zu wenig. 31 Kegel hat er verloren.
Und die Slowakei wittert Morgenluft. Ich meine, Filip Šetečka hat ja 81 Kegel alleine rausgeholt. Ja. Aber gut, nach 10 Wurf sind wir wieder da. Die Österreicher hatten 73 Kegel plus. Erster Durchgang. Kali, Hermina Lukac aus Serbien, die Junge, die 17-Jährige gegen Simone Schneider, die liefern sich weiterhin ein heißes Duell. Und bei Oliveira Cicos bleibt es unruhig. Und Alina Dollheimer nutzt das jetzt. Ja, das war so ähnlich im ersten Partie, dass die Serbinnen auch eine angeboten haben, die man so knacken konnte. Wobei da Sina Beiser nicht so richtig ins Spiel gekommen ist. Ja, aber bei Alina Dollheimer sieht es fürs Spiel sehr gut aus. Also sie hat das Duell im Augenblick im Griff, hier auch auf der Bahn 8. Naja gut, ich sag mal, so wie sie angefangen hat, kann es einfach nicht weitergehen. Sie hat ja bewiesen, was sie kann in den ersten Spielen und das setzt sie jetzt um. Und Simone Schneider braucht schon alle ihre Erfahrung, weil Hermine Lukas jetzt gut mitspielt. Ja, die heizt ganz schön, muss ich sagen. 13 Wurf 86, das ist aller Ehren wert. Simone kann sich da kaum eine Blöße erlauben. 238 zu 235, auch die Kegelzahl ziemlich identisch. Aber nach wie vor stark, was Alina Dollheimer hier vorne fabriziert. Was macht die Aufholjagd der Slowaken gegen Österreich? Ja du, ich war jetzt so fasziniert von den Deutschen, da habe ich ganz vergessen, dass ich ein zweites Herz für Österreich habe. Aber ich schau mal, 13 Wurf 86 zu 12 Wurf 78. Reinhard Gruber tut sich immer noch ein bisschen schwer,
Also er hat die 78 jetzt, aber hat einen Wurf weniger. Also 86 zu 86 die Partie und vorne Band 3 und 4, 99 zu 88. Also Martin Janitz könnte ich mir vorstellen, wird vom Cheftrainer gecoacht. Da könnte ich mir vorstellen, dass irgendwann was passiert. Warten wir es ab? Ja. ...1608 auf Band 5 und 1604 auf Band 6. Die beiden ziehen ihre Kreise. Ja, und jetzt hat auch Oliveira Šikoš einen guten Anwurf im 16. Wurf gehabt. Ja, die 9 hat sie aber auch gebraucht. Ja, das ist richtig. Und bei Alina Dollheimer ist eine kleine Pause eingetreten. Ja. Die hat noch einen Wurf in die Vollen. Schauen wir dann mal jetzt kurz auf Alina Dollheimer hier vorne. Da steht sie und wartet. Neben ihr Oliveira Šikoš. Die beiden sind auch nur 8 Jahre auseinander. Ja, Alina ist eine relativ groß gewachsene Spielerin. Gecoacht von Werner Buchs. Ich denke mal, das ist jetzt die Ruhe vor dem Sturm. Ja, Simone Schneider und Hermina Lukacs räumen sicher, spielen ins volle Bild jetzt und jetzt geht es hier vorne auch richtig weiter. Ja, es war eigentlich ein schöner Wurf von der Technik her von Alina Dollheimer, aber nicht ganz durchgespielt, sodass sie 1,59 getroffen hat. Ja, kommt es dann wieder jetzt auf den Anwurf an, weil Oliveira Šikoš nach 15 Wurf ja nur 90 hatte. Das ist in Ordnung. Ja, und das war mit dem 16. Wurf dann die Antwort auf die 1,59. Ja, das war sehr in Ordnung und Oliveira Šikoš räumt auf, hat sich ins Spiel zurückgemeldet, aber Alina Dollheimer, die hat ja noch 2 Wurf mehr. Ja, die Serbin auf der Bahn 5 macht Druck. Ja, das ist eine herrliche Auseinandersetzung zwischen Hermina Lukacs und Simone Schneider. Jugendlicher Drang oder Erfahrung pur? Wir werden sehen, was sich durchsetzt. Und jetzt hat Simone Schneider die Chance, ein bisschen Druck aufzubauen. Ja, sie braucht das auch. Nicht den Druck, aber sie braucht jetzt Kegel. Naja, was soll man dazu sagen? Der Druck war vielleicht auch da. Ja, der Druck wird auf der Bahn daneben durch die Serbin aufgebaut. Also Oliveira Šikoš, die ist jetzt wesentlich besser im Spiel als auf der Außenbahn. Obwohl sie Probleme in die Volle hatten. Also das ist unglaublich. Wahnsinn, es ist Wahnsinn. Sie ziehen ihr Spiel im Abräumen durch. Gnadenlos. Ja, also war nach dem Vollen überhaupt nicht zu erwarten. Ja. Also auch in der, weiß ich nicht, in der Streuung der Bilder. Ja. Na gut, jetzt ein Anbruch in die Mitte. Ja, aber bei Alina Dollheimer sieht es ja im Augenblick auch nicht wesentlich besser aus. Kegel 4 und 6 stehen noch. Bin gespannt, wie Oliveira Šikoš jetzt ihr Bild löst. Und auf der anderen Seite haben beide auch eine Pause eingelegt, benötigen ein paar Würfe für ihre, um das Bild zu räumen. Ja, das war natürlich Wahnsinn. Also Kegel 3, Kegel 6 angespielt und Kegel 4 und Kegel 2 mitgefallen. Ganz feiner Wettkampf, aber Alina Dollheimer liegt weit zurück mit den Würfen, 4 insgesamt, ja. Kann also immer noch aufschließen und vorbeiziehen.
Aber eine starke Vorstellung, die junge Olivera Šikoš hier in dem Hexenkessel von Dettenheim an den Tag legt. Das muss man ganz einfach so sagen. Alina Dollheimer spielt ja auch eine sehr kraftvolle Kugel. Ja? Da sind da, glaube ich, 13 km/h Unterschied zwischen beiden. Nur der Ertrag. Auf den kommt es dann an. Das ist dann die Gefahr. Ja. Ja. Sissi Schneider wird den Satz verlieren. Ich hatte es befürchtet, weil Hermina Lukacs zwar die Möglichkeit geboten hatte, aber Sissi Schneider sie nicht nutzen konnte. Und so spielte sie dann, als sie einmal in Rückstand gekommen war, den Rest des Satzes hinterher. Also im österreichischen Lara wird man unruhig. Martin Janitz mit 2,59. Warum er immer so schnell spielt, verstehe ich sowieso nicht. Das sind ja Welten, die er jetzt zurücklegt schon. Ja, ja. Also, Olivera Šikoš, die macht hier eine ganz feine Partie. Ist jetzt mit ihrem letzten Versuch. Spielt eine 151er Bahn. Jetzt weiß Alina Dollheimer, was sie spielen muss. Sie kommt nach 25 Wurf bei 129 ins Räumen. Ins volle Bild, meine ich, im Räumen ist sie ja. Dass die Kegel noch nachfielen. So. 15 Kegel, noch 4 Versuche. Also sowas nenne ich Druck. Kali? Ja. Du auch? Ja. Ich habe jetzt gerade bei den Österreichern geschaut. Beide Österreicher verlieren ihre Partie, damit führen die Slowaken bereits 2:0. Alle beide. So, ja. Schau mal. 3 Wurf hat sie. Ja, 13 Kegel müssen es sein. 2 Wurf abräumen. Clever anspielen. So genau das hatte ich jetzt erwartet. So einfach ist die taktische Marschroute. Technik durchbringen, nachgehen, gut. Kugel führen, am besten zärtlich Kegel 1. Schauen wir hin. Alina Dollheim am Abwurf, wir haben sie im Bild. Ich hatte gesagt zärtlich, verdammt. Das war stockvoll. Das war, ja, es war ihrem Gesicht auch anzusehen, dass das nicht die Taktik war, die sie wählen wollte. Nein, muss man einfach sagen, am Tor vorbeigeschossen. Und da verlierst du sofort. Ja, merkt man auch sofort am Publikum. Ja. Sie kommt dann in der Pause wieder, das Publikum. Naja, zumindest die Kegel fallen noch erst hoffnungsvoll, aber Position war zu damit aussichtslos. Gibt es in dieser Paarung Bahn 7, Bahn 8 ein 1:1? So genau so ist es. Und Sissi Schneider? Ja, die liegt sogar 0:2 zurück. 0:2 zurück. Zwar nach wie vor gut im Rennen. Die beiden Österreicher liegen 0:2 zurück. Der Cheftrainer rutscht hin und her. Na, Martin Janitz geht weiter. Und das Gute bei der deutschen Mannschaft ist, dass zwar Simone Schneider 0:2 zurückliegt, aber die deutsche Mannschaft insgesamt weiter auf Kurs bleibt. Und trotzdem, Erfahrung pur bei den Serben dann im Schlussduo. Und wenn jetzt schon die Küken so gut spielen, also
Wenn dann noch Erfahrung dazu kommt, das kann auch im Schlussduo noch mal eine ganz packende Auseinandersetzung werden. Ich bin mal gespannt, ja, wie das deutsche Mittelduo jetzt... Jetzt interpretiere ich einfach mal eine interessante Geschichte. Österreich hat alle 8, die 2 schlechteren Spieler, Spieler 7 und 8, gesetzt. Wenn sie die rausnehmen, zählt das dann. Können sie nicht wieder gebracht werden. Also Österreich kann eigentlich gar nicht auswechseln. Diese ganze Pokerei ist ein Eigentor geworden. Das heißt, Österreich hat sich durch die Pokerei am Start um die Möglichkeit gebracht, im Spiel zu reagieren. Ja, genau. Weil man überzeugt war, dass das Reinhard Gruber und Martin Janitz richten werden im Mittelduo. Ja. Also die Taktikfüchse, wenn ich das richtig interpretiere, haben sich in dem Fall selbst geschlagen. Wollen wir sehen, wie sich das auf das österreichische Spiel auswirkt. Denn Reinhard Gruber war ja noch gut im Rennen dabei. Das ist richtig und sie hatten ja auch insgesamt 73 Kegel vor, aber Martin Janitz lässt die ja fast alleine. Da wird es dann interessant sein, wie der Zwischenstand ist. Und wie gesagt, 60 Wurf sind ja auch noch zu spielen. So, die deutschen Spieler sind jetzt mit Alina Dollheimer auf der Bahn 6 und jetzt ist Sissi Schneider hier außen auf der Bahn 8. Ja. Sie liegt 0-2 zurück. Nach den Kegeln ist eigentlich noch nichts verloren. Da ist sie voll im Soll. Aber ein Satzpunkt wäre auch nicht schlecht. Schon mal, um das Duell offen zu halten und zu sehen, wie Hermina Lukacs dann reagiert. Prima Vorstellung von Olivera Csikós im zweiten Satz. Aber auch Alina Dollheimer ist gut im Spiel, hat Vorsprung. Mal gespannt, wie sie jetzt die dritte Bahn angeht. Übrigens spielt Alina Dollheimer mit ihrem Zwischenwert auf den 600er hin, den ich ihr wünsche und auch zutraue. Sie hat bisher in den 3 Begegnungen halt eben davor rundherum gespielt und heute wäre ein schöner Tag dafür, diese 600 zu übertreffen. Ja, ich denke, wir lassen uns noch 5 Wurf Zeit oder 7 Wurf so kurz vor dem Abräumen, kommen wir wieder zurück. Thank you.
Ja, Kali, und was die Österreicher betrifft, hattest du das durchaus richtig gesehen. Also der Vorsprung schmolz so einfach dahin. Das waren nach dem Wechsel ganze 4 Kegel. Also die Slowakei ist richtig dran. Ja, ja. Genauso habe ich das gesagt. So, und für Simone Schneider hier vorne bleibt es nach wie vor ein schweres Spiel, weil Hermina Lukacs einfach Lust auf eine schnelle Entscheidung hat. Und Alina Dollheimer muss sich jetzt mit Oliveira Sikors auch duellieren. Also sie ist eine ganz interessante Partie. Beide Sportler der Deutschen haben zu tun, die jungen Serbinnen in Schach zu halten. Und wenn die Lukacs das durchzieht und jetzt gewinnt, dann ist sie bereits durch, dann hat sie einen Mannschaftspunkt. Sag ich ja, sie ist für schnelle Entscheidung. Also ist auch ein ganz wichtiger Satz für Sissi Schneider, weil sie ja in den Gesamtkegeln, das sieht sie ja, sie ist ja eigentlich dran. Ja. Also mein Gefühl sagt mir, es wird ein ganz, ganz schweres Rennen jetzt auf der Bahn 7 und 8 für die 7 ohne. Der Anwurf kann jetzt schon sehr wichtig sein. Bei der Serbin sitzt er. Bei Simone auch. Bei Simone auch. Ja, das war schon mal wichtig. Um mal von dem Bild der Österreicher von vorn zu kommen, hier geht das Pokern weiter. Ja. Und Simone hat hoffentlich noch ein Ass im Ärmel. Und nicht schon alle verbraucht. Ja, Oliveira Sikors in die Vollen, das ist nicht so ihr Ding. Jetzt kommt bei den Österreichern unser Schaukelpferdchen ins Rennen. Auf der Bahn 4 Reinhard Gruber, 21 Wurf, 148. Wenn ich es mir richtig gemerkt hatte, waren es 8 Bewegungen? Ja. Immer 8. Immer 8. Hab 8. Ja, also Alina Dollheimer, die spielt einen ganz klasse Wettkampf. Geht mit 101 jetzt ins Räumen. Sissi Schneider hat sich irgendwo Vorteil erschaffen. Und bei Sissi Schneider ist es ganz wichtig fürs Spiel. Ich wollte gerade sagen, wenn du so anspielst wie Sissi Schneider, hast du keine Sorgen. Weil du einmal dich sicher fühlst, aber auch die Gegnerin weiß, oh lala, da muss ich was bieten. Und in dem Moment machst du gleich wieder die Tür auf. Und das hat die Serbin jetzt auf der Bahn 7 gemacht. Ja, und zwar hat sie die Tür geöffnet in der Zahlenkombination 159. Ja, gut. Da muss Kegel 2 getroffen werden, aber das habe ich ja schon tausendmal gesagt, diese 14 Teile. Starke Räume von der Serbin, das Bild. Mit Reibung. Das musste sie aber auch tun. Ja, das Momentum könnte bei Sissi liegen. Der Anwurf war fertig, ja.
Ja, das Momentum liegt bei ihr und jetzt ist Hermina Lukacs auch schon gefordert. Nach wie vor ein ganz feines, spannendes Duell. Ja. Und Alina Dollheimer spielt ein sehr, sehr gutes Spiel. Sie im Augenblick ihr bestes WM-Spiel. Sie zieht einfach ihre Kreise. Reinhard Gruber jetzt auf der Bahn 475, noch zwei Wurf. Und der andere Österreicher kommt besser ins Spiel auf der Bahn 2. Ja, das war ganz klasse gemacht von Alina Dollheimer, wobei so wie der Anwurf war, du hattest gesagt, es ist ein geschlossenes Bild, was steht und sie räumt es. Hermina Lukacs hat sich auch in den Wettbewerb zurückgemeldet. Das ist schon. Also ein ganz starker Wettkampf, den die 20-jährige Serbin spielt. Hermina Lukacs. Ja, Wahnsinn. Ja. Also allerhöchsten Respekt. Jetzt zweimal Fehlwurf. Das war jetzt ungewöhnlich. Bei Hermine Lukacs und bei Oliveira Schikos läuft es ohnehin nicht. Ja, also das war die Wiedergeburt von Sissi Schneider im Duell. Hermina Lukacs macht zwei Fehlwürfe und Sissi Schneider mit aller Routine spielt im Anwurf. Räumt ja nicht, sagst du. Sie spielt die Neun. Aber das ist natürlich jetzt an der Stelle clever. Aber unglaublich. Zwei Fehlwürfe vorher und dann spielt Hermina Lukacs. Ein verrücktes Mädchen. Also das ist mal ganz großer Wahnsinn. Ja. Also unglaublich. Damit verliert sie sich trotzdem noch. Ja, zum Unentschieden müsste Sissi alle fünf Kegel holen. Ja, aber das Unentschieden bringt auch 2,5 Satzpunkte für Hermina Lukacs, die also einen irren Wettkampf hier bestreitet. Also die zwei Fehlwürfe wird sie sich selber nicht erklären können. Ja. Und für Sissi Schneider ist das Duell verloren, aber noch lange nicht die Jagd um die Kegel, weil sie liegt nur 12 Kegel hinter der Österreicherin und im Gesamtergebnis. Diese beiden Mannschaftspunkte können wir gut gebrauchen, insbesondere wenn das weiter so klappt, dass eine Deutsche ihr Spiel durchzieht. Vorhin war es Corinna Kastner und jetzt ist es Alina Dollheimer. Mit freundlicher Unterstützung der zweiten serbischen Spielerin. Weißt du, warum ich jetzt lache? Hey. Du hast aus den Serben Österreicherin gemacht. Echt? Ja. Schön. Die hätte ich gerne in Österreich, ja. Ja, weil Österreich auf der anderen Bahn spielt. Also ja, sind ja, schon Serben. Schon gut, in Ordnung. Passt schon. Aber ich genieße das. Ja, na dann genießt das. Also Hermina Lukacs hat mir sehr viel Spaß gemacht von der serbischen Mannschaft. Hatten wir aber auch auf dem Zettel zumindest. Und es hat sich bewahrheitet, dass Oliveira Schikos mit dieser Feuertaufe so ihre Probleme hat. Martin Janitz auf der Bahn 2 für Österreich ist besser ins Spiel gekommen, 148, verliert aber wieder, 498 zu 427. Aber Reinhard Gruber, 181 auf der Bahn 4,
498 zu 457. Für Reinhard war es aber auch wichtig. Ja, denn Ivan, beide hatten ja schon... Ivan Tschech war schon 2-0 weg. Genau. Also, und jetzt ganz grandioser Auftritt auch von Alina Dollheimer. Die ist ja voll im Plan. Nimmt Kurs auf ihre WM-Bestleistung. Werner Buchs, der muss jetzt ein bisschen putzen. Jetzt guckt er erstmal, wo er putzen sollte. Ja, das muss alles ganz genau und regelrecht passieren. Ja, also ich weiß, dass Werner Buchs ganz gut schauen kann und auch einen absolut guten Blick hat, beispielsweise für Talente. Ja, aber der Schiedsrichter, der wollte es jetzt ganz genau nehmen. Aber Werner ist auch gut in der Küche. Ja, aber jetzt war ja nicht beim die putzen, Küche gefragt. Also gut, in Ordnung. Also er hat es ordentlich gelöst. Prima, haben wir auch gesehen. Jetzt putzt er die Kugel. Auch in Ordnung. Also Werner Buchs voll im Einsatz, ja. Alina Dollheimer voll im Plan und Sissi Schneider kann mit vielen, vielen Kegeln fürs Mannschaftsergebnis noch was tun. Das Duell kann sie nicht mehr gewinnen. Ja, dann auf in die letzte Runde, kurze Pause bei uns und dann Finale Mitteldurchgang. Ja. Ja, Kali, bevor wir jetzt in die wieder in die heiße Phase gehen, wir sind so bei Wurf 8 und wir machen mal von Hermina Lukac hier eine kleine Technikstudie zwischendurch. Also die hat prima Wettkampf bisher bestritten, jetzt du. Sie. Also für mich ist faszinierend, von der Figur her, von der Athletik scheint sie einiges mitzubringen. Sie ist keine ganz schlanke, aber sie ist auch keine zu kräftige, also das passt alles. Sie wird dieses Jahr 21, macht einen ganz wenigen Auftakt und geht ganz giftig in die Endphase. Man schaut sich das an, wie sie arbeitet da vorne.
Das ist das Besondere. Das wünsche ich mir eigentlich. Ja, die Österreicher haben auch rote Trikots, aber alles andere sieht dann anders aus bei der Kugelabgabe. Ja, und sie hat jetzt ein Duell gewonnen, 10 Wurf, jetzt 64. Ja. Und Simone Schneider macht genau das, was wir jetzt auch von ihr erhofft haben. Sie kommt jetzt auf 10 Wurf, hat schon 64 und kann was noch für die Kegel tun. Denn im Gesamtergebnis lag sie ja gar nicht so weit zurück. Ja, und bei Simone Schneider sieht man auch die Endphase. Für ihr Alter ist das hervorragend noch, was sie da bietet. Davon lebt sie auch mit den Zahlen, die sie spielt. Gut, dann schauen wir vielleicht einfach nochmal auf Simone Schneider. Die ist nämlich jetzt am Anlauf. Ja, genau. Schauen wir mal. So, da sind wir auch schon drauf. Wir können uns das jetzt in dieser Situation leisten. Ja, sehr schön. Simone Schneider spielt den Vierschrittanlauf. Sie beginnt also mit dem rechten Fuß. Da können wir vielleicht nochmal drauf schauen, bevor wir dann ins Spiel reingehen. Dann machen wir das einfach nochmal. Das ist genau die andere Technik. Ja, denn sie hat eine 9 gespielt und wenn sie eine 9 spielt, gehen wir gerne nochmal drauf. Sie setzt den ersten Schritt mit rechts. Jawohl. Einen kleinen Auftakt und dann sehr giftig bei der Kugelabgabe. Also das ist in Ordnung. Zumal, man darf nicht vergessen, Simone ist eine erfahrene Spielerin. Ja, schauen wir wieder drauf. Hat in ihrem Duell aber nach wie vor zu kämpfen, weil Hermine Lukacs hier voll dabei ist und auch den vierten Satz gewinnen will. Natürlich eine 20-jährige Sportlerin. Man weiß nicht, wo die Entwicklung hingeht die nächsten 5, 6 Jahre. Ja, die Kleine ist schon Wahnsinn, muss ich sagen. Nur am Rande, insgesamt läuft es natürlich sehr gut für die deutsche Mannschaft, weil Olivera Šikoš mit dem Druck hier doch nicht klargekommen ist und aussichtslos gegen Alina Dollheimer zurückliegt. 50 Kegel jetzt schon. Ja, die hat, ich weiß gar nicht, die letzte Bahn irgendwie 118. Also und Alina Dollheimer spielt sehr konstant. Ich denke auf diese 600 zu. Ja, und das Duell zwischen Simone Schneider und Hermina Lukacs mag ja entschieden sein, aber 101 zu 100 in die Vollen. Die kämpfen weiter um jeden Kegel. Beide im Anwurf eine 8. Also, was machen deine Österreicher? Ja, Martin Janitz jetzt auf der Bahn 1. Kämpft mit sich selbst wieder. 91 zu 108. Also, das wird ein ganz, ganz böses Ergebnis. 518 zu 606. Ja. Dagegen Reini Gruber jetzt auf der Bahn 3. Liegt leicht in Führung. Ja, aber für Martin Janitz kommt es ja dann jetzt auch darauf an, wirklich Kegel um Kegel zu kämpfen, um den Vorsprung zumindest zu retten. Das Duell mag ja verloren sein. Aber Österreich in der Gesamtsumme liegt immer noch vor der Slowakei. Und das möchte ja Österreich auch am Ende sein. Es tut mir einfach weh, wenn ich 4 Blinde melde, die dann tot sind von 10 Leuten und ich habe nicht mal die Chance zum Wechseln. Ja, die Serbin auf der Bahn 8 hat sich natürlich jetzt ein tolles Bild hingestellt. Ja, das war jetzt auch wieder, war so ein verrückter Wurf, den wir vorhin zweimal gesehen hat, wo sie den Satz dann letztendlich noch gewonnen hat. Unverständlich, dass man da nicht Kegel einspielt bei den Jungen. Ja, aber das ist ihrer Jugend wahrscheinlich noch geschuldet. Und jetzt genauso. Wieder am Kegel 1 vorbei, hinten. Ja, aber das war knapper, oder? Ja, das ist egal. Okay, vorbei ist vorbei. Ja, da gibt's kein Baton. Als Trainer musst du sagen, Kegel 1, egal was passiert. Und das müssen sie auch lernen. Sissi Schneider hat sich jetzt eine Aufgabe hingestellt oder sie hat Mitleid mit der Serbin. Nochmal, ich habe überhaupt keine Sorge bei dem Bild. Ja, das hast du auf alle Fälle in diesen 14 Tagen mitgenommen. Immerhin, hat sich doch gelohnt. Ja, ja.
Ach, Kali, du bist ein sehr guter Lehrmeister. Du bist ein richtiger Fachmann geworden. Chapeau, muss ich sagen. So. Alina hat sich eine 1 gestellt. Also das sieht erstmal als Zahl ganz gut aus und trifft auch ihren Wettkampf ganz gut. Sie ist nach wie vor dabei, auf die 600 zuzuspielen. Aber ich bin mal gespannt, wie sie jetzt diesen Wurf angeht. Macht die linke Seite erstmal dicht. Ja, und was für die junge Olivera Sikors ganz gut ist, sie ist in diesem Satz wieder zurückgekehrt. Aber spielt trotzdem hinterher. Reinhard Gruber jetzt für Österreich auf der Bahn 3, muss diesen Satz gewinnen, damit er 2-2 ausgleicht. Kickelzahl hat er genügend. Ja, und die Serbin auf der Bahn 6 spielt die 9. Ich sagte, sie ist im Wettkampf zurück. Ja. Alina Dollheimer hat aber auch noch genügend Würfe Zeit, dort den Rückstand aber wesentlich zu verkürzen. Und Sisi ist dran an der anderen Serbin. Ja. Und vor allen Dingen auch am Gesamtergebnis, was ihr dann eine persönliche Genugtuung auch für den weiteren Verlauf der WM geben soll. Um mal einen kleinen Ausblick hinauszuwagen. Du bist, für die einfach, deutsche, bist einfach mutig geworden. Nein, für die deutsche Mannschaft läuft es nach wie vor ordentlich. Ja. Sagen wir es mal so rum. Ja, ich kann vielleicht einstreuen, die Deutschen haben nach dem ersten Durchgang 36 Kegel plus. Und jetzt kommen in etwa wieder 30 dazu. Ja, und Sissi Schneider hat jetzt vielleicht sogar wirklich das doppelte Erfolgserlebnis. Sie gewinnt einen Satz und ist in der Gesamtkegelzahl besser als ihre Kontrahentin. Ja. Gab keinen besseren Zeitpunkt, das so vielleicht anzubündeln. Ja, jetzt spielt sie 599, Sissi Schneider. Oder sie macht eine 9 und spielt 600. Ja, und dann ärgert und jetzt sie bist du gefragt. Ja. Gut, okay. Also noch eine 9 hinterher. Ja, dann würde sie sich wahrscheinlich dann ärgern, dass sie das Duell abgegeben hat. Aber braucht sie gar nicht, weil sie legt Kegel zwischen sich und ihre Kontrahentin und damit für die deutsche Mannschaft. Wahnsinn. Jetzt, ich habe mich nicht rausgelehnt. Aber Sissi, Chapeau. Also aus dem Wettkampf noch ein 600er zu machen, das ist klasse. Sie hat ja bisher zweimal 588 gespielt. Ja. Also das ist jetzt auf der letzten Bahn dann auch nochmal eine Leistungsexplosion. Nehmen wir gerne mit als Vorfreude für den hoffentlich morgigen Auftritt. Ja, oh, 3 9 hintereinander. Super. Das sind 20 Kegel, die sie jetzt zwischen sich und Hermina Lukacs gelegt hat, die gut beraten war, die ersten 3 Sätze zu gewinnen. Also nach hinten raus, also das Feuer, das war klasse. Und Alina Dollheimer. Die ist noch im Wettbewerb 5 Wurf zurück gegen Olivera Sikors, die im 4. Satz sich wieder in das Spiel gearbeitet hat. Aber Alina Dollheimer ist jetzt wie ein Jäger hinterher. Sie jagt Olivera Sikors in diesem Satz. Das ist nicht ganz so bedeutungsvoll, aber sie jagt auch die 600 im Turnier. Und die würden ihr gut zu Gesicht stehen. Nochmal, sie hat bisher 599, 579 und 581 gespielt.
Jetzt ist nur noch Alina Dollheimer am Start. Räumt das Bild, kommt also jetzt ins Volle nochmal, steht bei 582. Ja, Kali, du warst ja ein guter Wahrsager vorhin. Was, wo endet jetzt Alina Dollheimer? Ja. Alles ist entschieden. Und die Kegel haben Lust zu fallen. Sie kann auch in diesem Versuch abräumen. Für die 600 sollte sie das auch. Der war gut, der war sehr gut. Klasse. 591. Persönliche Bestleistung 623. Und jetzt auf dem Weg zur 600, das entscheidet sich schon in diesem Wurf. Ja, das sind nochmal 6 dazu, das sind 97. Und Kali, sie hat noch einen. Ja. Und die 3 Kegel sind auch als Trainer machbar? Ja, in dieser Situation natürlich super Druck, aber normaler Kassenwurf. Kegel 1 muss sie treffen, als Nahziel erstmal und dann schön den Wurf durchspielen. Aber es wäre auch ein schönes Ergebnis, wenn das mit 600 ausgeht, ja, psychologisch. Das so wie bei Sissi Schneider mit der 608 auf der letzten Bahn. Dann. Das wird 600. Okay, du legst dich fest, ja. Finde ich gut. Ich hatte es ihr gewünscht, dass sie heute diesen 600er spielt. Wäre schön, wenn sie es schafft. Alina, wir drücken dir die Daumen. Ja, schade. Aber sie hat den Kegel 1 getroffen, da kann man ihr keinen Vorwurf machen. Ja, das ist ganz in Ordnung. 598. Werner Buchs, der steht schon da mit der Faust. Alina, die hadert noch ein bisschen. Prima Wettkampf, 598. Ja, sie wollte die 600. Das ist richtig und das ist gut. Das ist auch gut für den nächsten Einsatz, den wir hoffen, morgen um 8 Uhr zu haben. Kali, du bist schon richtig am Rechnen. Wir hören ja. Erstmal auf die Duelle. Genau. Das ist doch mal eine schöne Meldung, oder? Ja. Aber du hast doch gesagt, wie wichtig dieser Sieg war. Ja, beide Spiele stehen also 2-2. Österreich gegen die Slowakei. Und wenn ich richtig gerechnet habe, hat jetzt Österreich nur noch 46 Kegel Vorsprung. Und in der Partie Deutschland gegen Serbien ebenfalls 2-2, aber 109 Kegel Vorsprung. Ja, das ist schon ein Riesenfund, was die deutsche Mannschaft jetzt hat. Das Einzige, was im Augenblick gegen die deutsche Mannschaft spricht, ist, dass sie erst 6,5 Satzpunkte hat. Ja, und bei Österreich kommt es, wie ich es gesagt habe. Sie bringen Huber und Zaschkewitsch und nehmen die 2 Blinden raus. Damit hat Österreich mit 4 Blinden sich schön verpokert, weil Janitz abgegangen ist. Na, abgegangen, 5,72 ist möglich, aber man hatte nicht die Chance gehabt zum Auswechseln. Ja, und jetzt heißt es, welcome, come back. Dani Kicker
kehrt in die Startformation Deutschland zurück, bildet das Schlussduo mit Saskia Seitz. Auf den Auftritt sind wir natürlich sehr gespannt. Saskia Seitz, eine sehr erfahrene Schlussspielerin, die ja mit Corinna Kastner zuletzt auch das Spiel aus dem Feuer gerissen hat, mit einem also famosen Auftritt. Ich denke, die Saskia Seitz wird die Spielerin aus Kroatien in die Knie zwingen, weil das eine Spielerin ist, die bei Wiener Neustadt spielt, in der zweiten Liga in Österreich. Ich glaube, sie hat 560 sowas angeboten. Und damit macht Deutschland den dritten Punkt und die Kickelzahl lassen sie sich nicht mehr abnehmen. Du sprichst von Renata Wieloff, eine sehr erfahrene Spielerin. Ja. Noch erfahrener ist Sorika Barak, die ist 3 Jahre älter und spielt gegen Daniela Kicker. Das ist aber ein Duell auch altersmäßig auf Augenhöhe. Jetzt haben wir aber nichts zum Alter von Daniela Kicker gesagt. Interessant zu sehen für mich. Vielleicht kann der Kameramann dann mal drauf gehen. Na, erstmal stellen wir die Spieler vor. Ja, ist klar. Ich habe ja gesagt, dann, wenn die Technik der Serbin auf der Bahn 6. Also du hast die Serben hier richtig ins Herz geschlossen. Aber das geht jetzt um die Technik, das ist mir schon klar. Ja, sie passt gar nicht. Sie passt gar nicht in das Schema der Serben. Okay. Ja, aber die beiden aus der deutschen Mannschaft, die wir sehen, die passen ins System der deutschen Mannschaft. Ja, dann schauen wir doch mal auf die Bahn 6. Gehen wir jetzt gleich drauf. Guck mal, wir sind beim Einspielen. Ja? Sind wir drauf? So. Ja, wir sind drauf. Ja, super. Sie holt sich jetzt also die Kugel. Sie hat einen sehr kurzen Anlauf und macht den zweiten Schritt wie so ein kleines Pferdchen, einen ganz kurzen zweiten Schritt. Das sieht dann nicht so flüssig, rhythmisch aus, sondern abgehakt. Also links normal und dann rechts kurz. Ja, das stimmt. Also, da ist das System passt nicht. Aber sie hat das entsprechende Alter und wird das viele Jahre schon gemacht haben. Gut, dann nehmen wir sie jetzt auch vom Bild, damit gar keiner erst auf die Idee kommt, das nachzumachen, nur weil wir das zeigen. Ja. Aber es war gut zu sehen. Wo du auch immer deine Augen hast. Also, aber als Trainer sieht man das sofort, dass da irgendwas nicht stimmt. Und dann sucht man, wo könnte das sein? Ich glaube, du wärst nicht so erfolgreich gewesen, wenn du da nicht immer einen guten Blick dafür hättest. Ich war ja nicht erfolgreich, es waren ja unsere Sportler. Ich habe einfach nur meine Aufgaben erledigt. Schön, wenn wir so eine Trainer haben, die ihre Aufgaben erledigen und die Sportler dann Erfolg haben. So muss das sein. Ja, finde ich eine perfekte Einstellung. So, wir schauen dann mal, wie die ersten 10 Wurf ausgehen und dann werden wir plaudernd in den letzten Durchgang gehen. Plaudernd insofern, weil die Österreicher, bei denen ja ein Teil deiner Seele hängt, noch vorne sind und auch die deutsche Mannschaft alle Trumpfkarten in der Hand hat. Genau, im Moment sieht's gut aus.
Ja, so wie das Spiel bisher gelaufen ist, ist das eine dankbare Ansetzung auch für Daniela Kicker. Die deutsche Mannschaft hat großen Vorsprung. Neben ihr Saskia Seitz ist eine sichere Schlussspielerin und Daniela Kicker hat mit Zorica Barak jetzt auch eine Gegnerin, wo sie sich auf das Duell voll konzentrieren kann und versuchen wird, ihr Spiel durchzubringen. Also eine sehr interessante Situation. Das Spiel hat sich auch so entwickelt. Man muss auch zugutehalten, dass Kali Schmidt vorhin auch gefragt hat, wer an den Positionen 7 und 8 bei den Serben ist. Und da haben wir mit Vesna Boskov und Mariana Oros zwei Serben hier im Turnier schon gesehen. Die haben dann 550er Leistung angeboten. Also es ist im serbischen Team, Stand heute, noch sehr dünn auf den Positionen dahinter. Aber es wächst was heran. Ja, und zu Saskia Seitz, der Lokalmatadorin, da brauchen wir nicht viel zu sagen. Die hat im letzten Spiel gegen Ungarn im Schluss mit Corinna Kastner den Sieg aus dem Feuer gerissen und eine ganz bärenstarke Leistung angeboten. Also das war ein klasse Schlussduo. Man hat eigentlich gesagt, das ist das gefundene Schlussduo, was wir jetzt haben. Aber auch Daniela Kicker und Saskia Seitz sind ein erfahrenes Schlussduo und die deutsche Mannschaft war ja eigentlich gut beraten, von Anfang an Druck zu machen. Ja, Kali, jetzt so kurz nach Beginn vielleicht eine Technikstudie
von Saskia Seitz, die auf der Bahn 7 vorne ist, bevor wir dann wieder in den Wettkampf reingehen. War jetzt am Abbruch. Wir gucken uns das mal dann im nächsten Versuch dann gleich richtig an. Ja, soll ich jetzt sagen, was ich anders machen würde bei Saskia vielleicht? Sie ist eine sehr groß gewachsene Spielerin. Ich denke, ihr Anlauf ist etwas zu kurz. Also vielleicht ein Fuß länger, damit sie den dritten Schritt ausspielen kann. Der vierte kommt mir zu schnell nach. Links, rechts, links, zack, ist er da. Und dann muss sie hoch. Also den vierten Schritt länger ausspielen, damit sie unten bleiben kann. Das sind ihre Reserven. Hervorragend. Zweimal deutsche Einzelmeisterin. Bereits schon, also sehr erfolgreiche Nachwuchsathletin, 13 Nachwuchstitel und dann noch mit diesen Reserven. Da wissen wir ja, wo es noch hingehen kann. Vielleicht ein Satz zu den Österreichern. Martin Janitz hat ja nicht so viel auf der Bahn getrommelt. Da dient er dafür jetzt hinten die Trommel. Also er will alles wieder gut machen. Ja, die Serbin auf der Bahn 6 gegen Daniela, die gibt schon ein bisschen Gas. Das war zu erwarten. Man muss immer sehen, wie Daniela ins Spiel kommt. Dagegen Saskia zieht ihre Kreise. Saskia, wie ich sagte, wird den Punkt machen und die Kegelzahl nach Hause bringen. Aber Daniela Kicker ist voll dabei, 14 Wurf 90, da kann man nicht meckern. Ja, ich musste gerade Luft holen, weil ich mich kurz verschluckt hatte, weil ich das gleich nachschieben wollte. Ich finde es schön, dass du das selber gesagt hast, weil ich eingangs, da, das hattest du nicht mitbekommen, schon gesagt habe, dass es in diesem Duell bei Daniela Kicker für sie auch eine dankbare Aufgabe ist, bei dem Vorsprung jetzt auch ein Duell mit Zorica Barak zu haben, an dem sie sich messen kann, um in diesem Turnier auch richtig anzukommen. Sie hat ja bisher erst 60 Kugeln gespielt. Ja, und sie kann sich einspielen. Ich sag mal, sie weiß auch, die beiden wissen jetzt, sie müssen das Ding nach Hause bringen. Das kann auch ein bisschen Druck aufbauen, aber jetzt hat sie 9, 9 und 7 gespielt, 16 der Wurf, 7. Daniela Kicker, also Chapeau. Ja, so wie du angekündigt hast, da war das schon sicher, dass sie das nach Hause bringen. Jetzt siehst du Zweifel? Nein, ich sehe keine Zweifel, aber die Sportler wissen, sie müssen. Ja, das ist klar. Also wer hier auf der WM-Bahn steht, der muss. Aber der Vorsprung ist schon beachtlich gewesen. Und kommt ja auch darauf an, wie viel man jetzt noch einsetzt in diesen Wettkampf. Und dann sind wir eigentlich bei der Diskussion von gestern Abend dann wieder, wenn das Spiel einigermaßen läuft, was man dann nach 60 Wurf vielleicht auf den anderen 60 macht. Denn morgen geht es um 8 Uhr weiter. Ja. So wie das Spiel läuft. Ja. Denn in dieser Partie wird der Gegner von Tschechien morgen früh gesucht. Das andere Halbfinale beschreiten Slowenien und Kroatien. Und die deutschen Herren sind auch schon weiter. Die spielen gegen Serbien und Ungarn sucht seinen Gegner noch. Und ich weiß, welchen du dir wünschst. Ja, es war schon immer eine alte Freundschaft. Ungarn-Österreich, ja, oder? Aber natürlich. Also insofern, ja, muss es einfach so kommen. Es sprechen ja auch noch andere Gründe dafür. Die hatte Uwe Feldruck vorne im Viertelfinale davor schon gesagt. Bisher haben sich die Gruppenersten alle durchgesetzt. Und Österreich war in seiner Gruppe. War Erster. Ja. Im Moment liegt Österreich leicht zurück. Nur mal zwischenstreuen.
Es wird wahrscheinlich eine Geschichte werden, wie gut Lukas Huber ins Spiel kommt auf der Bahn 3 jetzt. Das heißt, bei Matthias Sascovic, da hast du gar keine Bedenken. So ist es. Ja, Saskia Seitz hier vorne nach 17 Wurf, 115 zu 109. Ja. Beide ins volle Bild. Ja, und beide mit lösbaren Aufgaben im zweiten Wurf. Aber du hattest vorhin das richtig im Blick, Renata Wilow, die hat hier im Turnier bisher 564 und 574 angeboten. Die Spielerin auf der Bahn 8. Genau. Ja. Die danach dann jetzt über ihre Verhältnisse Das ist spielt. Ihr Wert. Nein. Sie hat schon noch ein bisschen zu tun. Also wenn es so weitergeht, nicht. Ich wollte es nicht, ich habe diesen Wurf abgewartet. Ich wusste jetzt gar nicht, wo du das hergenommen hast bei 20 Wurf, aber du erwartest es einfach, dass es passiert. Ja. Ja, einen Satzpunkt brauchen die Deutschen noch. Beziehungsweise einen Spielpunkt. Wir hatten ja eigentlich auf Saskia gesetzt. Ich weiß auch gar nicht, warum du daran zweifelst. Ich zweifle nicht dran, ich sage nur den momentanen Spielstand. 22 zu 133 zu 22 zu 134. Wenn jetzt Wertung wäre, dann... Aber wenn. Ja, aber jetzt höre ich ja Sätze von dir. Also, die habe ich in den 14 Tagen noch gar nicht gehört. Also, das Repertoire eines Trainers ist unbegrenzt. Ja, aber jetzt machst du mich fast sprachlos dabei. Bisher war ich immer dort. Am Ende wird abgerechnet, das allein zählt. Ja. Heute Vormittag haben wir hier einen Weltrekord gesehen. Du bist zur Analyse der nächsten Begegnung übergegangen. Also, Respekt vor deinem Repertoire. So, und Respekt auch vor diesem Duell, was sich hier zwischen Saskia Seitz und Renata Wilow entwickelt. Also, die spielt hier auf einer 160er Startbahn hin. Also, das hätte ich nicht erwartet, muss ich ehrlich sagen. Da brauche ich ja nur mit 3 zu multiplizieren, um da irgendwo im 500er Bereich anzukommen. Also. Ja, Daniela Kicker, die verliert den ersten Satz. Ja. Und verliert 13 Kegel. Na, die Serben wieder in Morgenluft. Ja, und Saskia Seitz muss jetzt ihre Hausaufgaben machen, die du schon für gelöst gesehen hast. Ja. Und jetzt bin ich gespannt, wie Renata Wilow dieses Bild löst. Welche Klasse plötzlich in ihr schlummert oder sie an das Tageslicht treten lässt. Vielleicht liegt es auch an der Bahn ab. Ja, sie müsste die rechte Seite jetzt schon wegnehmen. Der Vierer kann stehen bleiben. Na, genau das macht sie auch. Also hervorragend gelöst. Matthias Sascovic auf der 1 trommelt, 161. Und Renata Wilow gewinnt den ersten Satz. Ja. Hat doch,
ganz geschickt und lange abgewartet, was Saskia Seitz machte. Also, aber das macht der Trainer. Ja, aber das war alter Fuchs, ja. Gut, okay, das war trotzdem in Ordnung. Ja, ja. Also. Na ja, es war richtig, klar. Beide Sätze an Serbien. Nehmen wir so zur Kenntnis. 0-2. Und bei Österreich gegen Slowakei 167, 149 für Zaschkewitsch, 150 Huber zu 160. Slowakei, also ich habe gesagt, Huber 158, Huber ist gefragt. Er muss jetzt für seinen Clubtrainer die Kohlen aus dem Feuer holen, weil der sich ein bisschen verpokert hat. Naja, aber solange Matthias Zaschkewitsch so weitermacht, brennt ja nichts an, weil das Gesamtergebnis stimmt. Und wenn er sein Duell gewinnt, wird es ein 5-3. So, und die deutsche Wand merkt, hier muss ein bisschen Feuer geben. Haben sie auch lange genug ausgeruht und jetzt, wo sie gefordert sind, sind sie da. Und Saskia Seitz spielt schon in den zweiten Satz hinein. Wie auch die anderen. Also ganz klasse vom Publikum, genau zum richtigen Zeitpunkt. Nicht aufgewacht, aber aufgestanden. Prima. Ja, und wenn wir schon beim Fachsimpeln sind, die Konstellation ist wirklich interessant, weil Serbien hat schon 11,5 Satzpunkte. Ja. Und damit ist das, was du dir gewünscht hast bei Saskia Seitz und schon vorausgemeldet hast. Also ich nehme es gerne, wenn das die Nachrichtenmeldung des Abends ist. Ich denke, das war jetzt eine ganz wichtige 9 auch bei Daniela Kicker im Wettkampf. Ja, es geht jetzt schon in dieser Situation um sehr viel. Sie dürfen die Serben einfach nicht ins Spiel kommen lassen. Sie müssen immer dranbleiben. Ja, das ist. Also Daniela Kicker, das war jetzt mal ein Doppelschlag. Ja, vielleicht hört jetzt das ewige Denken, woran es liegen könnte, einfach auf und sie findet in ihr Spiel und bietet das an, was sie kann. Ich meine, ich finde es auch schön, wenn er auf Saskia Seitz setzt und Daniela Kicker das dann macht. Denn mit der Außenbahn hier, auch mit der Bahn 8, hat Saskia Seitz also zumindest noch keine Freundschaft geschlossen. Ja, schöner kann man es nicht sagen. Ja, und zwischendurch meldet sich Zorica Barak ins Spiel zurück und Saskia Seitz hat im Augenblick Glück, dass Renata Willow beim Umstieg von der Bahn 8 zur Bahn 7 das Leistungsvermögen von der Bahn 8 nicht mitgenommen hat. Und damit sind beide Deutschen jetzt auf Kurs und sollten das auch nutzen und den Kegel umnutzen. Aber die Bahn 8. Entschuldigung, die Serbin auf der Bahn 5 macht für Deutschland die Tür jetzt ganz weit auf. Ja,
Ja, das ist Zorica Barak. Schon spielt sie in den Neuen. Ja, weckt doch die Serben nicht immer. Ja, genau. Also auf den Bahnen 7 und 8 läuft es im Augenblick noch ein bisschen danach, dass es eher ein Wettbewerb ist, wer mehr anbietet. Naja, ich warte jetzt auf die Explosion auf der Bahn. Ja, aber die Serbin hat sich ein bisschen beruhigt. Da bist du jetzt aber auf der Bahn 5, oder? 59:58. Trotzdem ein Kegel gut gemacht. Also bei Renata Wilow auf der Bahn 7. Wir können froh sein, dass Daniela im Moment einen Lauf hat. Sind wir ja auch. Also schön im deutschen Team bisher zu sehen, dass auf eine Spielerin in den Duellen immer Verlass war. Ja. Erst Corinna Kastner, dann Alina Dollheimer und jetzt Daniela Kicker und Saskia Seitz mit der Neuen. So, und im Hintergrund sehen wir, wie Corinna Kastner, von der haben wir gerade geredet, jetzt Beifall klatscht und ganz aufgeregt ist und anfeuert. Ah, eine Unruhe bei Corinna jetzt zu sehen. Sie merkt auch, dass das im Spiel noch eine ganz entscheidende Phase ist. Und Daniela Kicker ruft augenblicklich ihr Leistungsvermögen ab. Ja. Und das ist auch ganz wichtig, dass ihr das gelingt. Das ist prima. .99 in dieser Situation ist aller Ehren wert. Ja, und Saskia Seitz ist drauf und dran, das Geschenk anzunehmen, was ihr von auf der Bahn 7 von Renata Wilow angeboten wird. Ja, von wegen Geschenk, ja, die 90. Also Renata Wilow straft uns Lügen und allen Unkenrufen zum Trotz. Ja, Daniela Kicker am Kickel 5 vorbei und die Kleine heizt vorne mit einer 9 auf der Bahn 4, auf der Bahn 5. Ja, die Serben lassen nicht nach. Nein. Sie kommt wieder. Das ist eine gefährliche Situation für Daniela. Ja, aber auch Saskia Seitz hat jetzt die Bahn 8 besser gelesen. Wie sie sie gelesen hat, also jetzt kannst du es im Schlaf. Mit der 9 hast du keine Sorgen. Nein. Ja, die sind jetzt auf serbischer Seite bei Renata Wilow, die für das Bild dann doch wahrscheinlich 3 Wurf braucht. Schöner Anwurf von Saskia Seitz. Schauen wir auf das andere Duell, wo jetzt Zorica Barak abräumt. Und wenn Daniela Kicker die beiden trifft, ist sie mehr als gut im Soll. Die braucht aber den zusätzlichen Versuch. Also Saskia Seitz ist jetzt auf Kurs. Ich nenne mal den Kali-Kurs, denn sie sollte ja den Punkt längst schon fast in der Tasche haben. Ja. Aber Renata Wilow hat überrascht.
Auf den anderen Bahnen wird jetzt fleißig geräumt. Ja, das Publikum bejubelt die 9 von Saskia Seitz und Daniela Kicker jetzt am Anwurf. War in dieser Situation clever. Und vor allen Dingen im zweiten Anwurf lösbar. Naja, Saskia Seitz fängt an zu kegeln. Ja, jetzt muss man sagen, nur 8. Und sie spielt in der Dimension, in der du es von Anfang an erwartet hast. Ich finde es auch ein sehr guter Zeitpunkt, wenn man nur 0-1 zurückliegt, jetzt frühzeitig für klare Fronten zu sorgen. Schön auch, dass Daniela Kicker das Bild so räumt, so klasse. Also die deutsche Mannschaft ist jetzt voll auf Kurs. So, dann gucken wir noch mal kurz auf Corinna Kastner, die immer noch hinten steht, ob sie entspannter ist. Jetzt habe ich dem Kameramann aber eine Aufgabe gestellt. Und jetzt schauen wir mal, wie Uwe Feldrup das lösen wird. Da, hinten, sie fiebert immer noch mit, schaut, wie der Wurf ist. Ja, und da ruft sie, ja, hervorragend. Und dann gucken wir mal hin, was das ist. Das ist eine 9. Na, das war ja Freude pur über eine 9 von Saskia Seitz. Und da zeigt sich auch der Zusammenhalt im deutschen Team und wie sehr diese Damen, Frauen, Gladiatorinnen, und jetzt habe ich nicht ein einziges Mal das Wort Mädels und anderes gebraucht, ja, in diesem Spiel drin sind. Also eine ganz klasse Vorstellung und eine klasse Antwort der deutschen Mannschaft in diesem zweiten Satz nach der sich selbst gestellten Aufgabe aus dem ersten. Kalli, wie sieht es bei deinen Österreichern vorne auf den Bahn 1 bis 4 aus? Du bist ziemlich fasziniert, was hier hinten auf den Bahn 5 bis 8 passiert. Ja, ich versuche alle 8 Bahnen ein bisschen im Blick zu halten, solange ihr großer Respekt mit den Zuschauern flirtet. Für Matthias Saschkewitsch auf der Bahn 2 wird es schwierig jetzt, den Punkt zu machen. Damit geht das, die Partie wahrscheinlich 1-1 weg. Und Lukas Huber hat auch noch nicht gewonnen, damit er auf ein 1-1 kommt. So, aber die Renata auf der Bahn 7 spielt eine gute Zahl, muss ich sagen. Sie hat jetzt auch schon 302. Von mir total unterschätzt. Ja, sie spielt einfach über dem, was sie im bisherigen WM-Verlauf und das, was du kennst aus der österreichischen Liga, anbietet. Ja, wieder eine 9. Ja. Und damit bleibt der schon längst entschiedene Wettkampf weiterhin spannend. Kali kann es nicht oft genug wiederholen, weil Saskia Seitz alles unterstreicht, was du in sie gesetzt hast. Aber wenn Renata eine 9 macht jetzt, kann sie gewinnen. Macht sie nicht. Ja. Also wie du wechselst, das ist ja unwahrscheinlich. Damit gehen beide Spiele, beide Sätze an Deutschland. Da steht es nach 60-Wurf 1-1. Freuen sich die Fans, was hier auch deutlich zu sehen ist. Die stehen auch wieder auf. Matthias Saschkewitsch verliert seinen Satz. Ja, klasse Bild von den Fans. Nun fehlen uns nur noch die Spielerinnen dazu. Da Lukas Huber braucht eine 4. Ja, klasse. Die macht ganze Wand steht. Oh, das war wichtig. Oh, lala. Ja. Für Lukas Huber war das jetzt sehr wichtig. Und ich sehe auch... Lukas Huber ist auf der Bahn. Lukas Huber ist ja auf der Bahn 4. Also ja. Er hat wieder verloren mit einem Kegel. Damit steht das 2-0 für den Slowak. Ja, Slowak kommt ja noch mal ins volle Bild. Er hat ja noch einen Wurf. Ja. Also 2-0 für den Slowaken und 1-1 in der anderen Partie. Das heißt, die Situation für die Österreicher hat sich nicht verbessert. Ganz im Gegenteil. Es war genauso wie bei Deutschland 2-2 und einer muss einen Punkt machen, auch wenn die Kegel noch reichen könnten. Wobei es ja bei den Österreichern nach den Sätzen noch wesentlich besser aussieht. Die hatten ja 9-9 und jetzt haben die Serben beide geholt, wenn ich das richtig verstanden hatte. Nein, einen hat Saschkewitsch gewonnen. Also 10-10, nichts verloren.
Aber das ist wesentlich spannender und heißer noch, die Partie, die da drüben auf den Bahnen 1 bis 4 stattfindet. Zumal 320 zu 312 und 320 zu 312. Ah, jetzt ist umgesprungen. 297 zu 310. Hast du erwartet, dass es so ein enges Duell wird zwischen Österreich und die Slowaken haben mir sehr gefallen im Vorfeld. Ja. Ja, hier ist jetzt die Hölle wieder los. Pushen die Fans und los geht's in den dritten Durchgang. Ich denke, wir lassen wieder 10 Wurf Zeit. Ja, okay. Und dann melden wir uns zurück.
Ja, Kali, in beiden Partien ist es sehr, sehr spannend und in sehr unterschiedlicher Hinsicht. Wenn man allein die Kegelzahlunterschiede nimmt, ist ja deine Begegnung schon sehr spannend und die deutsche eigentlich entspannt, aber beide stehen auf Messerschneide. Ja, ist so, Daniela Kicker auf der Bahn 8 kommt jetzt überhaupt nicht ins Spiel. 10 Wurf, 50 und die Serbin 11 Wurf, 75. Ja, umso besser, also umso wichtiger ist es, dass Saskia Seitz im Spiel ist, aber sie muss sich strecken, denn Renata Wieloff spielt nach wie vor eine klasse Partie. Ja, ich hatte von Anfang an gesagt, die wichtige Partie wird sicher Saskia haben. Sie muss einfach den Satz gewinnen. Und dann ist Deutschland mit 5 Punkten durch, weil ich denke, die 109 Kegel werden nicht aufgeholt. Ja, das ist auch ganz wichtig, aber im Augenblick sieht es so aus auf den Bahnen 7 und 8, dass Serbien einen Satz holt und dann hätten sie 12,5 Satzpunkte und dann würde ein Unentschieden der deutschen Mannschaft nicht mehr reichen. Also eine ganz interessante Konstellation, die natürlich auch die Spieler wissen und dementsprechend reagieren müssen. Also Das kann man nicht vergleichen mit einem Kegeln, wo es nur auf die Kegelwertung ausgeht. Das wäre dasselbe, als wenn man, weiß ich nicht, Äpfel mit Birnen vergleicht. Deshalb ist es ja auch so wichtig, dass man hier nicht auf die Bahn geht und nur kegelt, sondern man muss einfach auch schauen und taktieren. Aber man muss es natürlich auch können. Daniela Kicker hat mit einmal das Loch gefunden. Ja. 17 Kegel mit 2 Wurf, also. Ja. War aber auch sehr wichtig. Bei Daniela wird jetzt der 16. Wurf schon sehr wichtig, der erste Wurf ins Räumen, weil die Kroatin, die hat ihr erstes Bild mit 2 Wurf sicher geräumt. Ja, und bei ihr waren nicht viele Gassentreffer dabei bei den 15 Wurf. Und Sorika Barak bietet nicht viel an. Ja, und das kommt dann dazu, dass du, weißt du, wenn du schon Probleme in Vollen hast, wenn es nicht läuft, und spielst dann diese 6 an, dann sagst du, warum gerade bei mir? So ein Pech. Wenn es läuft, tut das nicht weh. Ja, aber ich denke, jetzt hinterher spielen, das tut besonders weh. Also du musst ja alles versuchen, aber das ist ja natürlich schon wieder ein riesen Rückstand jetzt. Denn Sorika Barak, die spielt schon wieder ins volle Bild. Hat zwar 2 Wurf mehr, aber auch schon 121 drauf zu stehen, nochmal 6 drauf, wird jetzt ein bisschen schwierig, sie wird einen Wurf mehr brauchen, aber wir gucken auf die andere Begegnung, die viel, viel interessanter Saskia ist. Saskia muss einfach ziehen. Weil Saskia hat die Chance und auf Saskia setzen wir jetzt in diesem Satz und sie muss es auch ummünzen. Auf die Konstellation auf der Bahn 7 und 8 bin ich jetzt auch noch mal gespannt. Was macht Sorika Barak im 23. Anwurf? Und Daniela Kicker im 20. Der Unterschied im Augenblick 30 Kegel. So, und Daniela Kicker spielt die 8. Sehr clever. Sehr clever. Und jetzt Sorika Barak. Wie abgezockt ist sie? Genauso. Also, gehen wir zurück zur Bahn 5 und 6. Und die Bahn 5 kommt, die Bahn 5 kommt mit Friedensangeboten. Ja. Saskia nimmt es an.
Bravo. Das ist verhaltener Jubel. Ich habe auch bei dir gelernt, ich sollte meine Emotionen etwas im Zaum halten. Ja, es war fantastisch. Ja, also diese Situation, die 90. Ja, und der 9. fällt auch. Ja, das ist super. Also Daniela Kicker, die kämpft auf dieser Bahn. Das verdient allen Respekt. Zorica Barak spielt weiterhin clever voraus. Wird wahrscheinlich wieder im zweiten Bild räumen. So, bevor wir in die Schlussphase hier gehen. Was macht Österreich gegen die Slowakei? Beide Spiele sehr, sehr eng. 23 Wurf, 130, 121, 24, 25 Wurf, 137, 142. Man kann noch nichts sagen. Okay, wir können zumindest sagen, auf den Bahnen 5 und 6 ist Saskia Seitz drauf und dran, die Aufgabe, die ihr gestellt ist, zu lösen. Beide spielen aber jetzt ins volle Bild. Beide gleiche Wurfanzahl. Saskia kann im zweiten Bild diese Kombination räumen, also da ist noch gar nichts passiert, aber jetzt ihre Kontrahentin stellt sich etwas besser. Beide können aber das Bild mit zwei Wurf räumen. Der und Wurf damit ist, bleibt der kleine der Vorteil für die für Saskia, ja. Ja, damit bliebe der Vorteil auf deutscher Seite. Und Karl-Heinz Schmidt hat es richtig gesagt, es gelingt nicht. Aber der war trotzdem in Ordnung. Zwei Kickel stehen, da kommt ja. Sie noch mal ins volle Bild. Und da muss die Serbin jetzt schon mit zwei Wurf einen neuen spielen. Da hat sie 46 und Saskia hat 50, also vier Kickel Vorsprung. Also für die Serbin wäre wohl eine 9 besser angebracht jetzt. Wir sprechen von Renata Vilo aus der zweiten Liga, was ich mittlerweile auch weiß. Stark. Und die hier nur 570er Leistungen angeboten hat. Also stark aber. Ja, sehr stark. Ja, so. Die zwei muss er aber treffen. Gucken wir mal bei Daniela Kicker. Die kommt jetzt ins volle Bild nochmal mit 136. 154, aber hat ihre Kontrahentin schon, die wird noch einen Wurf haben, kommt nicht mehr ins volle Bild. Ja, Daniela Kicker eine 9. 2-9. Also lassen wir sie einfach machen. Alles läuft nach rechts, aber es reicht nicht. Saskia Seitz braucht 5 Kickel. Damit 2-1 für Saskia. Das war ganz wichtig, weil Daniela gibt den Satz, Daniela gibt den Satz ab. Also nach großem Kampf im Räumen. Jetzt entscheidet sich schon für Lukas Huber, ob er das Spiel verliert. 9, wenn. Ja, es kommt zur Punkteteilung und damit hat Lukas Huber das Spiel verloren. Wenn ich das richtig sehe. So, und die Duelle, also beim deutschen Spiel zumindest ist es so, du kannst es schnell noch nachrechnen in dem anderen, dass in beiden Fällen die Deutschen die Chance haben, das Spiel für Deutschland zu gewinnen. Also wir haben zwei heiße Eisen im vierten Satz im Feuer. Saskia Seitz führt 2-1. Daniela Kicker liegt zwar 1-2 zurück, aber nur einen einzigen Kegel. Also noch bravourös gekämpft auf dieser achten Außenbahn, auf die jetzt Zorica Barak wechselt und Saskia Seitz, ja, die muss Renata Wilow im Zaum halten, die hier, glaube ich, die Partie ihrer der Saison spielt. Matthias Zaschkewitsch verliert diesen Satz auch. Also bei dem Spiel Österreich-Slowakei wird der eine Slowake 2-1 und der andere Slowake 2,5-0,5. Damit hat die Slowakei bereits den dritten Punkt. Jetzt muss Matthias Zaschkewitsch auf der Bahn 3, 451 zu 456 den Punkt holen und mehr Kegel machen. Ja, weil die Slowakei ja jetzt auch schon 13 Satz. Die Gesamtkegelzahl reicht noch.
Also die Ausgangssituation im deutschen Spiel, die ist klar. Daniela Kicker oder Saskia Seitz. Eine muss das Duell gewinnen. Eine muss durchkommen von beiden. Beide haben die Chance dazu. Wir werden in 5-6 Wurf nochmal draufschalten. Und in der anderen Begegnung ruhen alle Hoffnungen auf Matthias Zatschkovic. Wenn wir das jetzt richtig hassen, Lukas Huber hat keine Chance mehr, das Duell zu gewinnen. Und Österreich liegt nach den Sätzen ungünstig. Also da hat die Slowakei schon 13 Punkte. Also Matthias Zatschkovic muss jetzt der berühmte 3-Punkte-Spieler sein, um Österreich eine Medaille zu bescheren. Ja, genau. Also wir melden uns in 5-6 Würfen nochmal wieder. Es wird ein ganz spannendes Finale hier am Freitagabend. Und die letzten Finalisten oder Halbfinalisten sind noch längst nicht ermittelt. Zorika Barak, die feuert hier aus allen Rollen auf der Bahn 8. Also die ist hier drauf und dran. 11 Wurf 84, Daniela Kicker 10 Wurf 68. Also damit ist der Käse eigentlich gegessen für Daniela. Sie wird das 2-2 nicht schaffen, den Punkt für Deutschland nicht machen. Aber Saskia muss jetzt ziehen. Saskia muss den Punkt machen, da die 109 Kegel immer noch stehen. Und auch Saskia hat zu kämpfen, weil... Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Renata Vilo spielt die Partie ihres Lebens. Und Saskia Seitz muss sie auch spielen. Wahnsinn. Und unter diesem Druck dann diese 9 zu setzen, das ist schon allergrößte Klasse. Also das ist ein hautenges Duell. 5 Kegel hatten beide getrennt. Nach dem dritten Satz 2-1 für Saskia Seitz. Und in der anderen Partie denke ich, ich vermute, die Slowakei bringt das Spiel nach Hause. Der Spieler auf der Bahn, das ist glaube ich Tom, wie heißt er? Ja, du bist ja gut. Ja, auf der Bahn 4. Kündige doch einfach mal an, was du wissen möchtest. Den Spieler auf der Bahn 4. Ja, auf der Bahn 4 ist jetzt Erik Kuna. Der Kuna ist, glaube ich, der andere. Tomasz Paschak. Paschak ist das, ja genau. Nach dem Namen habe ich gesucht. Ja. Er hat 107 volle und Matthias Zatschkovic. Ja, ist bei 86 Einwurf. Jetzt macht Paschak eine 9, also Österreich wird ausscheiden. Schau mal zu Saskia. 93 zu 96.
Da haben sie beide sich jetzt gegenseitig Friedensangebote gemacht. Ja. Aber wir sind beim 16. Wurf. Die deutsche Wand steht. Saskia Seitz im Anlauf. Spielt die 9. Und jetzt muss ich mal rausgehen, weil das war eine ganz wichtige 9. Und Bahnstopp auf der Bahn daneben. Ja, wie dramatisch ist denn das jetzt hier? Die Serbin muss ja nicht nur den Satz gewinnen, sie muss ja auch mehr Kegel machen. Ja, 5 Kegel sind es nur. 5. Und wir reden von Renata Wilow, der trauen wir heute alles zu. Ja. Aber ich traue mehr Saskia Seitz zu. Also, es bleibt spannend da auf den Bahnen 5 und 6, wo sich die Partie zwischen Serbien und Deutschland entscheidet. 5-3 für Deutschland oder 4-4 für Serbien, so müsste man das dann formulieren. Oder bietet vielleicht Zorica Barat doch noch mal was an auf der Bahn 8. Also Renata Wilow, die hat richtig Lust darauf, hier Konkurrenz zu spielen. Ist Wahnsinn. Bin ich und Daniela Kicker, überrascht. Daniela Kicker war weit weg und kehrt zurück. Oh, Wahnsinn, Saskia Seitz unter Dauerdruck und dann diese 9. Also das ist klasse, das ist Weltklasse, aber was Renata Wilow hier bietet heute, das ist ganz großer Sport. Und Daniela Kicker kämpft gegen Zorica Barak, deren 23. Wurf jetzt schon sehr entscheidend sein kann. Die war bisher gut im Rennen und hatte dann im Rollen ein paar Probleme. Aber Saskia Seitz, die hat keine Probleme mit ihrem Anwurf und spielt wieder die 9 hinterher. Und das ist doch jetzt mal eine Geschichte, wo auch vielleicht Renata Wilow vielleicht mal irgendetwas zeigen sollte, was an Nerven erinnert. Also es ist ja Wahnsinn, was die Serbin spielt. Was Saskia spielt, ist Oberwahnsinn. Und die Begegnung bleibt eng. Und Saskia Seitz lässt keine Luft ran, spielt eine 7 an. Der Wurf für Daniela Kicker. Die kann ins volle Bild spielen. Zorica Barak, die ist beim Abräumen nicht ganz so fleißig. Aber Saskia Seitz, jetzt. Sie lässt ein Kegel stehen. Und jetzt Renata. Und jetzt kommt von Daniela Kicker die 9. Also da kommt die deutsche Mannschaft auch noch mal durch die Hintertür mit nach vorne. Aber Renata Wilow, die hat bisher ganz sicher geräumt. Und auch jetzt bietet sie was an. Also das ist jetzt hier Nervenschlacht pur. Saskia Seitz muss räumen, wird räumen und geht ins volle Bild. Jawohl, so ist es. Und Renata Wilow wird auch räumen wohl. Und Daniela Kicker, die spielt jetzt eine ganz sichere 9 an. Und ein schwieriges Bild bei Zorica Barak. Also die Partie dreht sich hier in Windeseile. Ja, im Hintergrund, da ist Sandra Hirsch auch ganz angespannt, so wie sich die Begegnung entwickelt. Daniela Kicker räumt das Bild. Jetzt hat sich Saskia Seitz ein Bild gestellt, was sie auch räumen kann im nächsten Versuch. Und für der Kameramann, der versucht mir hier alle möglichen Dinge einzubieten, aber ich muss ja beim Spiel bleiben. Also, wir haben sehr, sehr viele schöne Bilder. Wir versuchen das eine oder andere anzubieten. Wir hätten gerne hier einen Techniker gehabt. Schönen Gruß an die Firma, die den nicht gestellt hat. Hier wäre er sicherlich wichtig gewesen. Aber gehen wir zurück zum Spiel. Daniela Kicker, die hat jetzt wieder hier mit einer 7, ist noch dran. Ganz, ganz stark. Und Saskia 6.
auf der Bahn 6 von Renata Wieland, dass sie dieses Bild noch geräumt hat. Also hier ist alles drin, alle Spannung pur. Beide Deutschen jetzt wieder im Spiel, wenn ich das richtig sehe. Und Saskia Seitz, auf die wir ja gesetzt aber haben, Renata ist ganz stark. Hat 16 Kegel Rückstand und 3 Wurf. Sie muss das Bild räumen, jetzt hat sie 18, 10 Kegel Rückstand. Das ist nicht zu schaffen. Und trotzdem, ich finde auch bemerkenswert, wie Daniela Kicker kämpft hier und um den Satz streitet hier am Abwurf. Und dann macht sich die deutsche Wand bereit zum Jubeln in einem Spiel, das spannender geworden ist, als wir es gedacht hatten. Die Kegelzahl spricht für Saskia Seitz. Ja, der Wettkampf spricht auch für Renata Wieland, die hier mit 621 und nochmal ins volle Bild kommt. Aber die den Punkt nicht mehr holen kann. Also, Saskia Seitz ist auch gezeichnet irgendwo von dem Wettkampf. Also, Deutschland ist durch, aber außer Puste. Und trotzdem Wahnsinn, was auch Daniela Kicker jetzt hier, die geht mit 161 durch. Also ganz großer Sport. Deutschland ist im Halbfinale. Saskia Seitz jubelt, wie schon gegen Ungarn, umarmt sich mit Sandra Hirsch. Ganz Wahnsinn. Ja, ich bin drauf mit der Kamera längst, Leute. Also, aber es ist ja nicht so einfach hier, wenn man alles gleichzeitig machen soll. Schöne Bilder. Im anderen Spiel gewinnt die Slowakei. Ja, Matthias Sacevic, der hat jetzt noch einen Wurf. Aber die Slowakei, die steht im Halbfinale. So wie auch die deutsche Mannschaft. Also die Deutschen haben zwei Mannschaften durchgebracht als einzige der Nationen. Auch das ist bemerkenswert. Nicht so einfach bei so einer Heim-WM. Ja, jetzt jubeln hinten die Slowaken und die Österreicher sind todtraurig, so dicht vor einer Medaille. Und die wird es diesmal nicht. Und die deutsche Mannschaft, die hat ein bemerkenswertes Spiel geliefert, aber war das eng. Die Slowakei 6 zu 2. Meine Damen, Deutschland, Serbien.
Das ist hier der pure Wahnsinn. Mit diesen Bildern und Emotionen habe ich sie mal ganz allein gelassen. Da ist ja jedes Wort, ist ja eins zu viel obendrauf. Also diese Freude im deutschen Team, die ersten Glückwünsche von der Männernationalmannschaft, das ist doch klasse. Harald Seitz ist herangesprungen wie ein junger Gott. Alina Dollheimer, da hätte ich gar nicht zugetraut, dass sie solche turnerischen Übungen jetzt auch nach dem Wettkampf noch macht. Also, diese deutsche Mannschaft hat das Halbfinale erreicht, zweimal. Die Männer früh um 8. Die Damen abends nach 18.30 Uhr und morgen sehen wir beide wieder. Da heißt es Deutschland gegen Serbien und da heißt es Deutschland gegen Tschechien. Und jetzt feiert die Mannschaft mit den Fans, die hier so grandios unterstützt haben bei diesem schwer erkämpften 5:3 Erfolg. Ein ganz großes Kompliment an diese serbische Mannschaft, die heute auf jeden Fall über sich hinausgewachsen ist und der deutschen Mannschaft einen Kampf geboten hat, der so nicht zu erwarten war, aber der bis auf Spitz und Knopf, bis zum letzten Wurf fast offen war. Und die deutsche Mannschaft, die hat standgehalten und sie hat gekämpft. Daniela Kicker, vielleicht ein Sinnbild dafür. Sie hat zwar ihr Duell verloren, aber sie hat bis zum letzten Wurf gekämpft und alles gegeben, um vielleicht eventuell bereit zu sein. Nach der Kegelzahl war die deutsche Mannschaft lange durch, aber das Spiel war spannend und hat einen verdienten Sieger gefunden. Und morgen sehen wir diese deutsche Mannschaft schon um 8 Uhr gegen Tschechien wieder. Auch Slowenien gegen Kroatien, das ist das zweite Halbfinale um 8. Und um 11.30 Uhr, da spielt Deutschland gegen Serbien bei den Herren. Und um 11.30 Uhr, da spielt Ungarn gegen die Slowakei. Das ist die Überraschung des heutigen Abends. Österreich kann die Bronzemedaille von 2015 nicht verteidigen. Die Slowakei hat hier ausgelassen gefeiert. War auch beim Jubel ganz deutlich zu sehen, der deutschen Mannschaft, da ist ein Stein vom Herzen gefallen, dass sie diese Medaille greifen kann, dass der Traum weitergeht. Und die Slowakei, die war aus dem Häuschen, die hat gejubelt, die hat triumphiert, die hat Österreich bezwungen und eine Medaille geholt, von der sie gar nicht mehr gedacht haben, dass sie die erreichen können. Also ein ganz, ganz klasse Auftritt der deutschen Mannschaft. Und die Mädels, die müssen ja schnell ins Bett, die müssen ja sich regenerieren, die müssen ja morgen um 8 Uhr schon wieder fit sein, so wie heute die Männer. Und da haben wir ja gesehen, wie schwierig das sein kann, dass die deutschen Herren Probleme hatten im Spiel gegen Tschechien, die sich auf dieses Spiel vorbereitet hatten, die aber im Mittelduo dann nicht die Körner aufbringen konnten, sodass die deutsche Mannschaft entscheidend vonziehen konnte und am Ende einen 5:3 Erfolg erringen konnte. Und die deutschen Damen haben auch 5:3 gewonnen. Und auch da war es schwer. Und im Startduo war es so, dass Corinna Kastner die Kohlen aus dem Feuer geholt hat. Immer in jedem Duell war eine Spielerin da, die für die andere eingesprungen ist. Und so kam am Ende ein überzeugender 5:3 Sieg zustande. Denn allein von der Kegelzahl war die deutsche Mannschaft der serbischen überlegen. 3.710, das ist eine Marke, die kann die serbische Mannschaft, so wie wir sie heute gesehen haben, noch nicht spielen. Die deutsche Mannschaft kann sie spielen, sie hat es geleistet. Aber die Serben haben taktisch klug gespielt, haben sich 13 Satzpunkte ergaunert und waren damit bis zum Schluss ein ebenbürtiger Gegner, der alle Raffinessen des Spielsystems ausgenutzt hat und die deutsche Mannschaft vor Probleme gestellt hat, die sie gelöst hat. Also ein Riesenkompliment an die deutsche Mannschaft, 5:3 gegen Serbien. Und das haben wir schon heute früh an die Männer gegeben, 5:3 gegen Tschechien. Und so sehen wir beide morgen wieder. Die einzige Nation, die zwei Halbfinalisten stellt. Ansonsten haben sich die Nationen jeweils einmal durchgesetzt, die zwei Mannschaften ins Rennen geschickt haben. So dass wir morgen noch 6 Nationen am Start haben. 7 Nationen am Start haben, ja.
Wenn nur die Deutschen doppelt sind, müssen es 7 sein. Also, die Halle hat sich schnell geleert. Morgen wird sie sich schnell wieder füllen. Dann sind wir auch wieder da. Wir erwarten noch Sandra Hirsch hier am Mikrofon. Sie wird sicherlich gleich noch zu uns stoßen. Und ich denke, da können wir noch drauf warten. Und dann werden wir noch einen Einblick haben. Und morgen, da geht es schon wieder weiter. Also, hat Spaß gemacht. Ich wünsche allen einen schönen Abend noch. Ein oder andere Gelassenheit noch. Und morgen früh sind wir alle wieder da und alle wieder fit. Und dann geht es nicht nur um die Medaillen. Da geht es um das Veredeln von Bronze in Gold oder Silber. Wir sind dann wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.